So, einen schönen guten Abend und willkommen zurück zum Late Night Coding in Deutsch. Und vielen Dank für die Vorschusslorbeeren im Chat. Jetzt habt ihr auch eben, wer den Link gesehen hat, eben auch gesehen, was ich letztens ein paar Mal gemeint habe, wie ihr jetzt den Kanal supporten könnt über diese lustigen T-Shirts. In Gottes Namen, fang nicht an zu kaufen. Ich glaube, ich kriege da sowieso nichts für. Aber was ich witzig fand, also wie gesagt, ich wollte mir eigentlich nur ein T-Shirt selber basteln. Hab dann festgestellt, dass ich damit direkt einen ganzen Store gebastelt habe. Aber was ich cool finde, darauf wollte ich eigentlich noch hinaus, da muss ich so richtig lachen, ist, dass wenn man auf so das ein oder andere Ding geht, nehmen wir mal eine Kombination, die nicht ganz so kaputt ist. Ah, Mist, hier sieht man es nicht. Dann passt das so richtig gut zum Motto Alpha is not transparency, weil die das selber nicht so richtig hinkriegen mit dem Compositen. Es geht nicht nur um Alpha, sondern man sollte an der Stelle vielleicht auch noch die Tiefe beachten. Ja, aber ansonsten war nicht lustig. Vor allen Dingen, es ging relativ einfach, das zu basteln. War dann ziemlich schwer, meine URL rauszufinden, hätte ich gesagt. Deswegen hat jetzt ein paar Mal gedauert, bis ich euch sagen konnte, wo das ist. Aber wie dem auch sei. Ich dachte mir nämlich, ich müsste mir eigentlich so ein T-Shirt für die Präsenzveranstaltung dann holen und mal gucken, ob irgendeiner der anwesenden Studenten oder Studentinnen damit was anfangen kann. Gut, okay. Genug von dem Quatsch. Kommen wir zurück zu dem, wo wir stehen geblieben waren. Der letzte Stream war ja eher so ein epischer Fail. Und ich habe es dann, ja, genau, richtig. Es sollten irgendwelche Studenten oder Studentinnen anwesend sein, der Uni Duisburg-Essen. Kurzer Hinweis: Es wird im nächsten, also im jetzt kommenden Semester, was in immerhin in einer Woche formell anfängt, gibt es von unserer, von mir immer sehr geschätzten Ironie, Landesregierung die explizite Anordnung, dass alle nordrhein-westfälischen Universitäten gefälligst Präsenzunterricht zu machen haben. Das allerdings nur unter 3G-Voraussetzungen. Ich habe den genauen Text nicht gelesen, der Verordnung. Ich glaube, der liegt auch noch gar nicht vor. Aber im Wesentlichen geht das dann so ideologisch weiter. Ihr kriegt das schon hin. Ja, und jetzt ist die Frage, wie stellt man eine Vorlesung mit 400, 500 Leuten auf die Beine und kontrolliert jeden Studenten, jede Studentin dabei? Das ist spannend. Insofern versuche ich jetzt, man kann so Ausnahmegenehmigung kriegen, versuche ich jetzt meine große Veranstaltung nochmal als Online-Veranstaltung durchzuführen, weil mir nicht klar ist, wie ich in sinnvoller Zeit irgendwie mehrere hundert Studierende, deren Impfausweise und so ein Kram kontrollieren soll. Für kleine Veranstaltungen werden wieder in Präsenz stattfinden. Ja. Also, das ist der aktuelle Stand und das sollte eigentlich für ganz NRW gelten. Und ich glaube, alle Unis sind jetzt ein bisschen am Schaffeln und versuchen rauszukriegen, wie die Mist umsetzen sollen. Genau, halbe Raumkapazität gibt es auch noch. Das ist das nächste Problem, dass wahrscheinlich die Räume gar nicht reichen für meine Veranstaltung. Aber anderes Problem, ich wollte lediglich mal für alle sagen, die interessiert sind an Veranstaltungen im nächsten Semester, also im jetzt kommenden Semester, zumindest die kleinen Hauptschulungsveranstaltungen, was dieses das nächste Semester nur Computergrafik sein wird, wird dann wohl wieder in Präsenz stattfinden. Und dann muss ich halt von jedem, der kommt und jeder, der kommt, immer den Impfausweis checken und so weiter. Das wird lustig. Nee, sowas. Es gibt irgendwie eine App, es gibt eine Uni Duisburg-Essen-App und da soll man dann irgendwie seinen Impfausweis oder sowas ähnliches reinpacken können und oder seinen genesenen Status kann man da irgendwie reinpacken. Und allerdings die, die weder geimpft noch genesen sind, die müssen sich halt dann vor jeder Veranstaltung einen Test holen, müssen den Test auspacken. Ach, das ist ein Riesenkrampf. Naja, mal gucken. Ja, da gibt es halt noch das Problem, dass man darf ja eigentlich nicht nach einem Impfausweis so einfach fragen. Also man darf das nicht fordern, ne? Sondern man muss dann immer sicherstellen, dass es noch eine Möglichkeit gibt, wenn jemand keinen Bock hat oder es aus irgendeinem komischen Grund nicht kann, sich zu impfen, muss man das auch noch zur Verfügung stellen. Also, Riesenpunk ist auch noch lange nicht klar, wie das umgesetzt werden soll. Es gibt da auch lauter lustige juristische Feinheiten. Zum Beispiel habe ich heute eine Mail gekriegt von der Verwaltung. Ja, in den Seminaren könnt ihr auch einfach die Impfausweise sammeln.
Und dann braucht ihr in Zukunft das nicht mehr zu checken. Also nehmen wir mal an, alle Studierenden im Seminar sind geimpft. Dann sammelt ihr einfach eine Kopie oder was weiß ich was, oder scannt die einmal ein, diese QR-Codes beispielsweise, die Zertifikate, und dann ist das okay. Der Satz geht dann aber weiter. Die Juristen sind sich uneinig, ob ihr das überhaupt dürft, also dürft ihr es eigentlich nicht. Dachte ich, okay, warum fing der Satz damit an, ich soll es machen? Aber ja, es ist ja noch ewig hin, also sprich 3 Wochen. Und da kann noch viel passieren. Gut, aber das ist so der Spaß, den man momentan hat, wenn man einen Lehrstuhl leitet. Vielleicht komme ich ja ab und zu nochmal zum Forschen oder Lehren oder sowas ähnliches. Ja, nichtsdestotrotz, ja, das hat letztens nicht so wirklich gut funktioniert mit dem Fluss. Also bin ich nochmal in mich gegangen und habe das erste Mal gefixt. Das war dann im Endeffekt wie immer auch keine große Sache. Ja. Wird dann auch was konvertiert. Genau, außer der Stream läuft, ja. Also, so sieht es jetzt aus, ne? Wir haben jetzt da diesen lustigen Fluss, der wird da jetzt so reingezimmert. Der guckt dann halt so ein bisschen rum. Ich habe es auch direkt so gemacht, dass wir noch ein Ufer links und rechts von diesem Fluss generieren. Für den Fall, dass wir da hinterher, was weiß ich, was ein Ballerspiel draus machen wollen oder sowas ähnliches und dann irgendwas da platzieren wollen. Ne? So. Was habe ich jetzt im Endeffekt geändert? Als erstes habe ich das Problem mal gefixt. Was war das Problem? Das Problem war einfach, waren zweierlei Dinge. Eins hatte ich kurz vor Ende des Streams noch gemerkt, nämlich, dass wir ja immer die beiden Teile überlappen. Also das aktuelle Teil mit den ganzen kleinen Jacksteinen und dann das nächste, die überlappen sich ja, damit wir einen konsistenten Stream, ein konsistentes Level haben. Und ich darf natürlich nur in eine Hälfte davon sinnvollerweise schreiben. Und wenn ich in die zweite Hälfte schreibe, dann muss das eben halt konsistent sein mit dem, was ich dahinter reinmache. Das war mir vorher schon klar, aber da war ein Indexfehler, dass ich halt immer über die komplette Breite geschrieben habe. Ja, oder komplette Tiefe, wie auch immer man es nennen will. Ja, das war Fehler Nummer eins. Und das zweite Problem war eben, dass bei uns, dass sich halt in negative Z-Achse fortpflanzt, weswegen alle Koordinaten muss man sich mal falsch schon vorstellen. So. Und da das jetzt das zweite Mal war, dass ich irgendwie ewig lang rumgedoktert habe und im Wesentlichen daran gescheitert bin, dass diese dummen, dämlichen Koordinaten alle negativ sind im Raum und positiv sind, wenn man die Arrays indiziert, habe ich das einfach geändert. Und das ist auch generell was man sich, glaube ich, mal so angewöhnen sollte, ist, wenn man an irgendeiner Eigenschaft seines eigenen Codes irgendwie einmal stolpert, dann ist das okay. Wenn man aber mehrfach an derselben Geschichte stolpert, dann hat man ein strukturelles Problem. Ja, also entweder da oben oder der Code. Und hoffen wir mal, dass der Code ist. Ja, also habe ich den Teil einfach geändert. Das kann ich auch kurz zeigen. Und zwar war das im Prinzip keine große Sache. Das Einzige, was man ändern musste, war, dass man die Kamera eben nach minus 4 in dem Fall bewegt. Also, dass ich mich jetzt nicht an Stelle 4 bewege und drauf gucke, weil da gucke ich natürlich automatisch wenn ich zum Nullpunkt schaue. Das hier stand vorher 000, auch gleich noch ein bisschen dazu, warum ich da die Animation Time jetzt auf einmal reingenommen habe. Also, hier stand 004 und hier stand 000. Das heißt, ich habe mich an Punkt 004 gesetzt mit der Kamera, also so ein bisschen in Z-Richtung, und dann auf den Nullpunkt geguckt und dann anschließend das Terrain so ein bisschen gedreht und dann so verschoben. Ja, also so war, also wenn man sich das von der Seite anguckt, ne, ist hier der Nullpunkt. Und da habe ich die Kamera hingeschoben. Ja, also gerade, ich versuche das mal gerade zu zeigen. Und dann gucke ich halt so aufs Terrain und dann haben wir das Terrain so gedreht und dann hat sich das so im Prinzip verschoben. So wäre das Ganze in Relation zur Welt. Ne? So. Und das war kein großer Akt. Ich habe hier einfach dann minus 4 hingeschrieben statt 4. Dann bewege ich halt die Kamera nach da und dann gucke ich in positive Richtung. Und dann muss ich noch ein paar Indizes, die ich vorher umgedreht habe, dieses Umdrehen rückgängig machen. Das war im Prinzip kein Bug vorher. Ja, das ist alles okay, das kann man so machen. Es hat sich nur einfach herausgestellt, dass es irgendwie zumindest für mich nicht gut funktioniert, weil sonst hätte ich nicht ständig diese Probleme gehabt. Ja, ja, und dann sollte man eben das ändern. So, was habe ich noch geändert? Noch eine zweite Kleinigkeit habe ich geändert, nämlich, ich habe es hier gerade gezeigt. Also hier,
jetzt bewegt man sich halt in die negative Richtung, guckt dann in die positive Richtung und dann habe ich eben das Terrain gedreht und dann bewegt. Ne? So. Allerdings ist das schon ein bisschen komisch, dass das Terrain so runterslidet. Also habe ich mir jetzt gedacht, okay, was viel sinnvoller ist, und auch da, das eine ist nicht richtig oder falsch, das ist einfach nur eine andere Sicht auf die Dinge. Das Bild, was hinterher generiert wird, dasselbe, aber ich dachte, es wäre viel geschickter, auch für späteren Code, ist, dass anstatt das Terrain irgendwie so komisch schräg zu sliden und die Kamera so zu lassen, macht es doch viel mehr Sinn, die Kamera nach minus 4 zu bewegen, aber auch ein bisschen anzuheben. Da kommt die 3. Bisschen anzuheben. Und dann, sobald man, und dann als Animation nicht das Terrain zu bewegen, sondern die Kamera zu verschieben. Ja, also die bewegt sich jetzt. Man sieht ja, dass auch dieses minus 4 die Animation Time drauf addiert wird. Und da muss natürlich auch der Punkt, wo ich hingucke, sich verändern, sonst fängt das ja an, so umzukippen. Deswegen steht jetzt hier auch Animation Time drin. So, warum habe ich das geändert? Jetzt, wie gesagt, prinzipiell ist es egal. Ja? Man kann entweder die Welt nach rechts bewegen oder die Kamera nach links. Das kommt genau das gleiche raus. Ja? Also es kommt tatsächlich auch selber raus, wenn man sich die Matrizen anguckt, die dann hinterher bestimmt werden. Dann ist das Produkt aus Model und View, also die sogenannte Model View, ist wirklich identisch. Ja? Also da kommt exakt die gleiche Matrix raus. Ja, warum habe ich es geändert? Naja, weil ich mir dachte, wenn wir hinterher das Spiel so verändern, dass wir zum Beispiel ein Flugzeug oder was auch immer haben oder Hubschrauber oder so, der darüber fliegt, dann wäre es ganz nett, einfach zu sagen, okay, jetzt pappen wir einfach mal die Kamera auf das Objekt und fliegen damit durch die Gegend. Ja? Und dafür ist es natürlich ganz hilfreich, wenn sich direkt nur die Kamera verändert hat und die Welt irgendwie nicht so Kapriolen schlägt, wie sich dreht und irgendwie so komisch runterslidet, ne? Sondern wenn wir vorher halt so über die Welt gehen und wenn wir hinterher halt einfach im Objekt drin sind. Ja? Dadurch müssen wir hinterher nur eine Zeile ändern, müssen dann nicht die Projection anpassen. Das war so ein bisschen das Rationale dahinter. Gibt es da nicht irgendwann ein Problem? Also theoretisch ja. Wenn du, aber das würde sicherlich Stunden dauern, wenn ich sogar ja. Jahrzehnte oder Jahrhunderte, bis du da in ein Problem reingerätst. Ja, also ich meine, die Animation Time hier ist in Seconds. Ja, das bedeutet also, nach die wird irgendwann, ne, wie viel Sekunden hatten? Ja, ich kann es mir nicht merken. Also, das ist halt 60 mal 60 mal 24 mal 365. Also, irgendwann sollte ich diese Zahlen mir wirklich mal merken. Ja, das sind so ungefähr 31 Millionen. Ja, und bei 31 Millionen ist die Präzision noch nicht so böse kritisch. Ja. Also, und wenn du das jetzt 100 Jahre spielst, dann, klar, also bist halt bei 3 Milliarden, ne, ist auch ein Floating Point noch handelbar. Ja, also unkritisch. Theoretisch ja, man könnte sich auch noch andere Gedanken machen, ne? Warpt das nicht einfach mal rum? Ja, auch das tut's, ne? Aber wahrscheinlich nach so ein paar Äonen. Ist also allgemein kein Problem. Theoretisch ja, praktisch nein. So, zumal wir sogar hier noch irgendwo so eine Skalierung drin haben. Das heißt, alles, was da rauskommt, skalieren wir noch massiv runter. Also die Zahlen werden sogar noch viel kleiner. Ne? Aber sei es drum. Ja, durchaus sinnvoller Einwand, in der Praxis aber nicht so schlimm. So, also jedenfalls das. Das sollte einiges an Problemen fixen. Und wo ich gerade beim Fixen war, habe ich noch eine andere Kleinigkeit geändert. Und zwar im Terrain, weil ich auch dachte, das mit dem Zusammenblenden. Zunächst mal habe ich diese Generate Field jetzt mal ein bisschen aufgeteilt in mehrere Methoden, wie man hier sieht. Ist jetzt vergleichsweise übersichtlich. Es gibt jetzt erstmal dieses Generate New Height Field. Das ist im Prinzip das, was wir vorher hatten. Ja, das ist dieser Code hier, der einfach diese 4 Oktaven da zusammenrechnet und anschließend normalisiert. Ja, ich habe übrigens den Plus-Operator auch noch angepasst. Der kann jetzt tatsächlich verschiedene Aspect Ratios handeln. Auch das dachte ich, ist zwar jetzt dann ein bisschen komisch, wenn man irgendwie sowas Langes und was ganz Dünnes so zusammen multipliziert, dann kriegt man ein großes Feld. Ne? Aber ja, wenn man es tut, dann, wenn man es will. Oder wenn man es macht, dann kriegt man halt das als Ergebnis raus. Das ist das Sinnvollste, was man tun kann. Jedenfalls knallt jetzt nicht mehr. Es crasht jetzt nicht mehr mit irgendwelchen komischen Problemen von wegen, dass irgendwie ein Index out of range wäre.
So, also das ist geblieben. Dann ist jetzt aber noch was dazugekommen, nämlich, dass ich jetzt direkt bei der Generierung des Feldes dann das mit dem vorherigen Feld zusammen kombiniere. Das heißt, ich addiere die beiden einfach zusammen. Das ist einfach das Alpha-Blending, was hier passiert. Das hatten wir vorher wo unten. Und das führt dazu, dass man schon in dieser Generate-Height-Field-Methode an diesem Punkt hier, wenn dieses Combine passiert ist, der Code hier ist nur dafür da, um das erste Feld zu generieren, wenn es noch keins gibt. Da wird im Moment init first previous height field wird einfach im Moment einfach ein leeres height field generiert und das also leer bedeutet, das hat lauter Nullen. Ich habe mir aber gedacht, wenn wir das direkt so machen, dann können wir auch unseren Start anpassen. Wir wollen momentan wird das einfach auf 0 gesetzt und es wird die letzte Position, also die, wo unser Plus startet, auf die Mitte gesetzt. Ja, aber da könnte man hinterher auch noch leicht reintappen. Jedenfalls, wie gesagt, der Code wird nur einmal gebraucht. Dann wird das eben verknüpft mit dem. Und das hat den riesigen Vorteil, dass hinterher kein Blending mehr stattfindet. Das heißt, wir können jetzt einfach da so eine Methode AddRiver zum Beispiel ausführen. Das ist die halt diesen Fluss da reinfräst. Ja, und wir müssen uns nicht Gedanken machen mit irgendwas, oh, das muss jetzt konsistent sein oder das vorherige Teil muss zum jetzigen Teil passen, weil die noch beiden überblendet werden. Der Code wird dadurch massiv einfacher. Sample Field wird auch einfacher. Das könnte man jetzt fast wieder streichen, die Methode. Die macht jetzt nichts anderes, als die Y-Koordinate zu halbieren. Hoppala. Trinken sollte gelernt sein. So. Ja, also das heißt, das wird dadurch ganz einfach. Aber super flexibel, ja. Das heißt, wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, oh ja, wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, dann muss man wirklich sehr schnell gucken. Das heißt, ich kann kleiner machen, weil ihr nicht sehen könnt oder weil ich mich besabber, wenn ich trinke. Nee, ich mache das mal hier langsam. Ja, das ist ein Float, ja, das geht. Dann könnt ihr sehen, wo du das jetzt könnt ihr sehen, was am Anfang passiert. Zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt das ganz genau kontrollieren kann, wie das Feld anfängt. Und da ich es bei 0 anfangen lasse, fängt das quasi an der Küste an, ne? Also weil es eben von 0 startet. Das hat natürlich, danke, das hat natürlich auch den Vorteil, dass man jetzt tatsächlich eine Story machen könnte. Man könnte sagen, okay, das ist, man fliegt quasi mit seinem, was weiß ich was, Landungsboot, kommt man eben an der Küste an oder so. Ja, dachte ich, wäre ganz nett. Und dafür ist es auch ganz hilfreich, wenn man eben recht viel Kontrolle über den Start hat. Dann kann man ganz lustige Sachen machen. In dem Fall jetzt eben von 0 anfangen und dann wird automatisch so eine Küste generiert. Okay, gut. Soweit, so gut. Das ist alles das, was ich geändert habe. Und damit will ich heute aber gar nicht weitermachen, um ganz ehrlich zu sein. Diejenigen, die jetzt gerade vielleicht neu dabei sein sollten, wundert sich vielleicht auch, warum da Deferred Shading steht und es wird überhaupt gar nicht Deferred Shading gemacht. Das wird sich ab jetzt ändern. Ist es so gewollt, dass sich die Beleuchtung abhängig von der Position ändert? Ja, ich schätze schon. Also wir können noch mal überlegen, wo die Lichtquellen später im Spiel sein sollen, aber momentan ist es ein Headlight, ja. Das heißt, die Lichtquelle ist im Augpunkt und damit ändert sich natürlich, wenn das an mir vorbeizieht, ändert sich natürlich der Winkel der normalen zur Lichtquelle. Ja. Es ist jetzt keine direktionale Lichtquelle. Dann würde sich nichts ändern. Ich mache mal einen Versuch, ob ich es schaffe zu trinken. Soll der Fluss so regelmäßig sein? Das können wir hinterher noch beliebig ändern. Ich habe es jetzt erstmal so gemacht, dass der sich da so durchschlängelt. Aber der wird zufällig generiert, so wie der ganze Rest vom Terrain zufällig generiert wird. Und momentan macht er relativ wenig Biegungen. Das kann man aber hinterher noch ändern. Ja, das ist ja beliebig in AddRiver steuerbar. Ja. Okay, aber das machen wir jetzt weg. Und zwar wollen wir ein bisschen über Shading reden. Achso, die Steigung am Ufer. Ja, die kann man auch, genau, da kann man auch dann rumwerken. Das ist momentan einfach schlichtweg, ist das eine Sinuskurve vom Mittelpunkt aus. Ja, ich habe da jetzt noch nicht so allzu viel Hirn rein investiert. Das hängt dann auch davon ab, was wir später sozusagen machen wollen damit, ne? Wie das sein soll. Vielleicht wäre es geschickter, das ein bisschen breiter zu machen, das Flussbett, also nicht ganz so direkt hochgehen zu lassen, wie so eine Sinuskurve, sondern vielleicht eher
Ja, einfach wie so ein Bootsrumpf. Da muss man sich dann einfach noch eine Funktion ausdenken. Ist aber simpel. So, okay, zurück zu meinem Argument. Dann machen wir weiter, aber nicht heute, sondern wir machen ein kleines Intermezzo. Deferred Shading. Das Deferred Shading wird uns noch für das JAG-Projekt hilfreich sein. Deswegen gibt das quasi als Intermezzo. Und ja, in diesem Zusammenhang werden wir heute sicherlich auch zu Cell Shading kommen. Ja. Tollkirsche wartet ja schon einige Streams darauf. Ja, kriegst du heute. So, auch dazu war ich schon fleißig. Ich hatte nämlich gestern Abend Zeit, weil mein Spieleabend ausfallen musste, weil sämtliche anderen Teilnehmer irgendwie krank waren. Und aufgrund dessen konnte ich so ein kleines Programm zusammenkloppen, was weder was mit Deferred Shading noch mit Cell Shading zu tun hat. Warum habe ich das trotzdem gemacht? Weil ich dachte, das ist ein ganz gutes Beispielprogramm, davon zu starten. Ja, und ich wollte es möglichst simpel halten. So sieht das Ergebnis aus. Also das ist jetzt nichts wirklich Spektakuläres. Werden einfach insgesamt 5 Donuts gerendert und die werden auch noch texturiert und die Farben ändern sich mit der Zeit und das Ganze, da ist so eine ganz simple Animation drauf. Ja. Die ist wirklich unglaublich simpel. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob was Spannendes passiert, aber es ist auch witzig, was ich fand, als ich das gemacht habe, als ich das zusammengecodet habe, wie wenn man einfach nur ein paar Rotationen übereinander bringt, wie kompliziert die entstehenden Körper sind. Ja, das haben schon die Menschen vor ein paar hundert Jahren gemerkt, die versucht haben, irgendwie das geozentrische Weltbild zu retten. Wenn man die Erde nämlich in die Mitte setzt und dann versucht, die Planetenbahn zu erklären, dann wird es ziemlich kompliziert. Es ist alles viel einfacher, wenn man die Sonne in die Mitte stellt. Aber keins dieser Weltbilder ist im Prinzip falsch. Nur beim einen ist die Bewegung ganz einfach zu erklären und beim anderen halt sehr komplex. Und die hatten damals noch nicht so die mathematischen Modelle wie hier. Also was passiert ist, diese 4 kleinen Donuts, die rotieren einfach um den großen Donut und zwar ganz stur. Und zusätzlich rotiert der große Donut noch und die bewegen sich mit, also die Achse bewegt sich mit, aber es gibt noch eine weitere Rotation, die nur der Donut macht und nicht die kleinen. Im Code sieht das dann so aus. Wo haben wir es? Ich habe jetzt bewusst hier kein Instancing verwendet. Ja, ich wollte es eben so einfach wie möglich halten. Sondern es wird einfach wirklich stur werden. Wird dasselbe Mesh einfach mehrfach gerendert, in dem Falle 5-mal. Und in diesen Torus-Params stehen einfach nur zwei Dinge drin. Für jeden Torus, nämlich eine Farbe und eine Transformation. Das ist schon alles. Ja, also das ist wirklich so simpel. Das ist eine Farbe und eine Transformation. Ja, ich habe es jetzt Model Transformation hier. So, und die initialisiere ich, beziehungsweise die ändern sich. Das ist im Animate, die ändern sich in jeder Runde. Also die Farbe wird einfach. Das ist einfach rot, grün und blau. Da landet einfach irgendwie die Animation Time mit irgendwas multipliziert drin und die habe ich einfach nur irgendwie unterschiedlich gewählt, damit die sich unterschiedlich verändern. Und hier sieht man jetzt, was passiert. Also Torus 0 ist der in der Mitte und 1, 2, 3, 4 die kleinen drumherum. Der in der Mitte kriegt zwei Rotationen drauf und die kleinen kriegen einfach dessen Transformation. Deswegen bewegen die sich mit. Das ist schon mal das Nette. Egal, was der macht, die anderen machen das mit. Und dann gibt es halt eine Rotation, die ist bei allen eigentlich hier gleich. Die sorgt dafür, dass dass die 4 Dinger sich um den großen drehen. Und dann werden die noch ein bisschen aus der Mitte bewegt und ein bisschen kleiner gemacht. Das ist im Prinzip alles. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei einem von denen das Ding da runtersetzen würde von 10, dann wird einer so ein bisschen langsamer. Warum geht das auf dem Monitor auf? Ach so, ich sollte das nicht in Vollbild machen. Na, jetzt sieht man halt, der eine wandert halt langsamer als die anderen. Die anderen überholen den ständig. Also, ist jetzt nichts Wildes. Wollte auch, wie gesagt, nichts Wildes machen. Aber von dem Projekt aus wollte ich starten. So, was ist noch interessant? Wie gesagt, der Renderer ist simpel. Wir löschen den Bildschirm, löschen den Tiefenbuffer, aktivieren das Array, in dem die Geometrie drin ist, aktivieren den Shader, gibt es nur einen. Schicken die Lichtposition rein, die schicke ich separat rein. Das ist jetzt momentan eine Konstante, wie man sieht. Ich dachte, hinterher könnte man vielleicht auch die Lichtquelle drehen. Deswegen habe ich das so gemacht. Und dann schicke ich die rein. Dann
aktivieren wir die Textur. Da ist, wie man sehen kann, auch noch so eine Textur drauf. Die habe ich hauptsächlich deswegen drauf gemacht, damit man sehen kann, dass sich die Dinger um den großen Donut drehen, die kleinen. Wenn man die nicht macht, dann sieht man das nicht. Wobei ich die eventuell nachher ausschalte, weil beim Cell-Shading sieht die wahrscheinlich Panne aus. Aber werden wir sehen. So, und dann iterieren wir einfach über die eben über die verschiedenen Donuts, über die 5 Stück in dem Fall, setzen deren Transformationsmatrizen, schicken das rein, setzen die Farbe und rendern dann den Donut. Ja. Wie gesagt, das könnte man natürlich auch in einem Rutsch machen, mittels der Instanzierung. Die haben wir ja letztes Mal schon kennengelernt. Ich wollte es aber eben einfach. So, was müssen wir noch? Hier ist jetzt dieser ganze Code, der die Farben und so setzt. Mit Escape geht das Ganze zu. Und was muss man noch wissen? Initialisiert wird hier. Ja, da wird ein Haufen der obligatorische Kram installiert. Wir rufen unsere Tessellation auf. Die lassen uns von deren Torus generieren im Mittelpunkt mit einem Radius von 0,8 und einem Radius von 0,3. Also das zweite ist die Dicke vom, also weiß nicht, wie man das nennen soll. Also das ist 0,3 und das ist 0,8. Ne? Die Sache kann man steuern. Das haben wir vor Ewigkeiten mal geschrieben, diese Tessellation. Und dann laden wir noch das Torusbild. Das liegt hier rum. Das kann es mir nicht öffnen. Naja, wurscht. Letztens hat er so angezeigt. Und das speichern wir als Textur ab. Ja. So, darüber hinaus gibt es noch einen Shader oder ein Programm, um ganz genau zu sein. Eigentlich ist der Name so ein bisschen doof. Also das nennt sich in OpenGL ein Programm und das besteht aus einem Vertex und einem Pixel Shader und die habe ich mal hier oben explizit aufgeschrieben. Und die möchte ich nochmal kurz durchgehen, weil wir da gleich ein bisschen was verändern werden. So, also was macht unser Vertex Shader? Nochmal, wie funktioniert eigentlich OpenGL? Nochmal ganz kurz, ne? Das ist eine Pipeline. Wir schicken in diese Pipeline Geometrie rein, also einen Haufen von Punkten und diese Punkte, die bilden dann Dreieck und die Dreiecke wiederum bilden die Oberfläche. Ja. Die Verarbeitung erfolgt in mindestens 2 Schritten. Wir haben jetzt mal keine anderen Shader-Einheiten aktiviert, also Geometry Shader, Hull Shader und sowas ist momentan alles auf Pass-Through. Das heißt, wir haben im Prinzip nur die Vertex-Verarbeitung und die Fragmentverarbeitung und dazwischen einen Schritt, der sich Rasterisierung nennt. So, die Daten kommen zuerst, also diese Punktmenge, die wir schicken, ja, also die wir hier generieren, das heißt unser Torus, der besteht halt aus einem Haufen Positionen, normalen Texturkoordinaten und Indizes. Und die Indizes sind einfach quasi dafür da, um irgendwie aus den Positionen, den normalen und den Texturen die Dreiecke zusammenzubauen. Also im Indexbuffer steht sowas wie 0, 1, 7, 20, dann nehmen wir die 0. Position, die erste Position, die 27. Position, das ist das erste Dreieck zum Beispiel. So, diese Position normalen Texturkoordinaten, so, die landen dann in unserem Shader hier und zwar für jeden Punkt einzeln. Ja, also kein Punkt weiß irgendwas von anderen Punkten. Ja, das ist eine wichtige Eigenschaft. So, die kommen jetzt also hier rein und das nennt sich dann, das wird dann eben über dieses In geregelt. Das Layout Location könnt ihr jetzt mal ignorieren, könnte ich in dem Fall sogar weglassen. Ich habe es später schon mal davor geschrieben. Also als Input bekommen wir einen 3-Komponenten-Vektor Position, 3-Komponenten-Vektor Normalen und 2 Komponenten als Texturkoordinaten. So, und rausschreiben wollen wir normale Position und Texturkoordinaten. Was machen wir in diesem Shader? Das ist der eigentliche Code hier. Den können wir auch als Textdatei abspeichern. Ich habe jetzt aber geinlined hier. Da schreiben wir erstmal die Position raus und zwar die transformierte Position. Was ist das? Das ist die Position unter der aktuellen Bewegung, also Rotation, Translation und Skalierung von so Donuts, ne? Und unserer aktuellen Kameraeinstellung. Ja, und dann anschließend projizieren wir es noch am Bildschirm und die drei Dinger nennen wir Model, View, Projection oder kurz MVP, MVP. Ja. So, und dann habe ich die Position, das muss ich OpenGL mitteilen, nochmal speziell. Und dann möchte ich gerne noch die Position ohne die Projektion haben. Und deswegen multipliziere ich es mit der Model View. Das ist im Prinzip dasselbe wie da, nur dass dann P fehlt, ja, also Projektionsteil der Matrix fehlt. Und davon interessiert mich die homogene Koordinate nicht. So, die Texturkoordinaten, die gebe ich einfach nur so durch, die gehen so raus, wie sie reingekommen sind. Und dann kommt noch die normale, wird mit der invers transponierten Model View Matrix multipliziert. Das sollte ich mir auch mal auf dem T-Shirt drucken. Nehmt die invers transponierte
Dazu gibt es auch einen separaten Stream. Wen es interessiert, der kann gerne auf YouTube gucken. Da erkläre ich das, beziehungsweise ich rechne das mal durch, warum die normale, also der Vektor an der Oberfläche, anders transformiert werden muss. Und ich beschwere mich darüber, dass irgendwie das alle möglichen Leute falsch machen. Gut, das heißt, summa summarum, auch wenn man die Details vielleicht jetzt nicht unbedingt versteht, weil ich das gerade so im Superschnelldurchlauf mache, ja, da kommen irgendwie die Punkte rein und die werden eben umgewandelt, sodass sie auf die zu der aktuellen Kameraansicht passen. Genau, normal werden nicht normal transformiert. Die normalisierten Normalen, um nochmal so ein weiteres Wort einzuführen. So, und was passiert dann weiter? Diese irgendwie transformierten Punkte, ja, die werden dann auf den Bildschirm projiziert und in seine 28 keinen Strich stehen. Oh, habe ich das vergessen? Ich vergesse es ab und zu mal. Das ist total unwichtig. Das ist allerhöchstens ganz praktisch hinterher, wenn man Fehlermeldungen bekommt. Dann stimmt das hier zu den echten Zeilennummern. Nee, das braucht man nicht. Also hier in der Zeile brauche ich es, ja, weil das darf nicht dahinter stehen. Aber ich könnte das hier auch alles ansonsten in eine Zeile klatschen. Ich packe es nur eben rein, damit hinterher, wenn ich einen Fehler, und die kommen oft genug vor, dass ich Fehler in diesem Shader-Programm mache und der Debugger, beziehungsweise der Compiler, der Shader-Compiler sagt mir, in Zeile 5 ist ein Fehler, kann ich sagen 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich die weglasse, dann stimmt die Zeilennummer nicht mehr. Ja, dafür sind die da. Aber ansonsten sind die unwichtig. Ja. Und ich vergesse die auch oft genug. Also immer dann, wenn ich eine Zeile hinzufüge. Nein, wisst ihr auch, ist da noch eine? Ja, siehst du, also die fehlen häufiger. Aber noch eine, gucken wir nochmal durch. Da sieht alles gut aus. Ja. Okay, ja. Also macht Sinn, die drin zu haben. Also insbesondere das letzte dann nicht mehr. Gut, also. Was passiert jetzt? Wir haben also diese einzelnen Punkte, die haben wir transformiert hiermit. Und jetzt nimmt OpenGL, nimmt jetzt wieder diese jeweils drei transformierten Punkte von einem Dreieck, guckt, wo ist dieses Dreieck auf dem Bildschirm, wenn es überhaupt auf dem Bildschirm ist, und findet raus, welche Punkte des Bildschirms werden von diesem Dreieck überdeckt. Und jetzt kann man nochmal eine Berechnung auf jeden dieser Punkte ausführen. Und das ist der sogenannte Fragment Shader. So, und der macht jetzt hier, in unserem Fall, holt er sich jetzt die normale, die wir vorher da umtransformiert haben, normalisiert die nochmal, also bringt die auf Länge 1. Dann rechnen wir die Lichtrichtung aus, also die normalisierte Lichtrichtung, um ganz genau zu sein. Das ist einfach die Position, wo unsere Lichtquelle ist und die Position, wo wir sind. Und wenn ich die beiden voneinander subtrahiere, dann weiß ich den Vektor zur Lichtquelle und den normalisieren wir noch. Und dann nehmen wir uns die Farbe, die wir ausgerechnet haben, also die beiden da unten, irgendwie so Farbe, die da so ein bisschen variiert, multiplizieren die mit der Texturfarbe, dadurch werden die beiden zusammengebacken, deswegen habe ich es einfach Combined Color genannt, und dann berechnen wir daraus ein einfaches Beleuchtungsmodell, das sogenannte, das hat keinen Namen, was ich hier mache, das ist so das Zweidrittel-Phong-Beleuchtungsmodell, das ist sogenannte Lambertsche Beleuchtung, also diffuse Beleuchtung, das ist dieser Teil hier, plus ein Ambiententurm, damit es nicht so duster ist. Das ist das, was man machen würde, wenn man einfach diffuse Körper hat. So, also Dinge, die nicht matte Teile, ja, matte Objekte. So, dann kenne ich die Beleuchtungsstärke und die multipliziere ich mit der Farbe. So, das ist alles. Die Frage, könnte man hier nicht Raw String Details nehmen und die Ausgangszeichen pro Zeile zu sparen? Also klar, könnte ich das im Prinzip machen. Ich überlege gerade, wenn, naja, die Zeilenumbruch musst du schon irgendwie erfassen. Ja, sonst hast du ja, also wie willst du das hinkriegen, dass du die Zeilenumbrüche, also dass ich das so einfach in Quellcode reintippen kann, also syntaktisch in C++, vielleicht kennst du auch was, was ich noch nicht kenne, und dass er mir den Zeilenumbruch mit in den String reinbringt. Also wenn ich jetzt einfach hier beende, dann das ist ja nicht derselbe String. Das geht ja kaputt, ne? Oder täusche ich mich da? Genau. Ja, also das heißt, also was man natürlich anders machen könnte, man könnte einfach das hier nehmen und einfach in eine Textdatei packen und dann würden wir einfach hier benutzen
Create from File. Ja, die haben wir auch mal implementiert, die Methode. Ich habe es jetzt einfach nur da reingehauen. Aber ansonsten, wenn du eine Idee hast, das wegzulassen, immer gerne her damit. Erinnere ich den Code, muss ich weniger tippen. Ja. So, jedenfalls das passiert. Ja, C++ kann Multiline-Strings das R, also das R ist ja wahrscheinlich das Wichtige, ne? Das heißt, ich kann irgendwie sowas schreiben. Ja. Zeichen, Klammer auf. Okay. Und das, ich will das natürlich eigentlich noch ganz gerne immer noch dem zuweisen, aber das müsste dann ja gehen, oder? Hier wahrscheinlich Semikolon. Oh, es geht. Okay, ja, auch wieder was dazugelernt. Nehmen wir gerne. Ja, erinnere ich nicht gerade jetzt sofort, aber okay, gut zu wissen. Gucken wir raus. Dass ich das garantiert nicht merken kann. So. Okay, ja, baue ich ein. Okay, gut, haben wir das. Das sind jedenfalls unsere Strings. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann läuft das erstmal. So. Okay, das ist also eine halbe Stunde, habe ich jetzt erzählt, ohne eigentlich irgendwas zu machen. So. Jetzt möchte ich das gerne umbauen. Wie gesagt, da ist noch nichts deferred oder sowas ähnliches, sondern das ist eben unser Testprogramm. Insofern ist der Name jetzt ein bisschen misleading, aber ich will halt gerne dahin zum Deferred Shading. So, vorher, und zwar könnte man, kann man Deferred Shading für diverse Sachen verwenden. Ich erkläre auch noch gleich, was das eigentlich ist. Ja. Wir können damit auch Sales Shading machen, aber es geht auch genauso gut ohne. Ja. Und dazu, dazu dachte ich, ich hack das mal kurz um, einfach damit auch Trollkirsche sieht, wie das Ganze, wie man Sales Shading leicht umsetzen kann. Und dass man nicht alles das machen muss, was wir hinterher machen, aber man kann eben, nachdem wir das auf Deferred umgestellt haben, noch einen Haufen mehr machen. So, also, jetzt erstmal zwei Erklärungen. Was sind diese beiden ominösen Dinge? Einmal Sales Shading und was ist Deferred Shading? Hat beides absolut nichts miteinander zu tun, das eine geht mit dem anderen, muss aber nicht zusammen sein. So, also, was ist, fangen wir mal mit Sales Shading an, weil nichts mit dem zu tun hat, was ich eigentlich gleich machen will. Scheint so das Motto des heutigen Streams zu sein. So, Sales Shading, ich dachte früher immer, das hätte was mit Zellen zu tun, aber zumindest laut Wikipedia, ich habe mal nachgelesen, hat das eher was mit Celluloid zu tun. Das ist das, worauf man Filme macht, worauf man auch zeichnen kann und offensichtlich kommt das auch historisch irgendwie daher. So, im Allgemeinen kann man das einfach zusammenfassen, man möchte so einen Comic-Look haben. Ja, kann auch gerade einfach mal irgendeine random Webseite aufmachen, sodass man das sehen kann. So, Sales Shading, Wikipedia von mir aus, ja. Hier sieht man so, das ist quasi so, ich sag mal, normales, normale spekulare Beleuchtung. Das hat jetzt massiv verbessert. Und hier auf der rechten Seite hat man das sozusagen mit Cell Shading. Also es sieht ein bisschen mehr Comic-like aus. Es gibt auch nicht das Cell Shading, ja, sondern alles, was irgendwie so aussieht, kann als Cell Shading durchgehen. Ja, was haben denn die Cell Shading Implementierung, was haben die so gemein? Wie gesagt, es gibt nicht das Cell Shading, es gibt auch diverse verschiedene Algorithmen dafür, aber was sie im Allgemeinen gemeinsam haben, ist, dass man immer so Outlines hervorhebt, meistens in schwarz, ja, also so Silhouetten, und dass man eben weniger Farben verwendet, ja, weil man das eben, muss ich vorstellen, das soll so sein, wie wenn das jemand von Hand gezeichnet hätte und der oder die hat eben dann, was sich nur fünf verschiedene Farben zur Verfügung hat. Stream bit, um Dateien direkt aus dem Freizeit einzulesen. Okay, schaue ich mir auch mal an. C++, wie gesagt, 20 will ich jetzt nicht verwenden, weil einige meiner Systeme damit nicht klarkommen, noch nicht. Also gerade die Linux-Systeme noch nicht abgedatet. Und im Prinzip ist es ja auch nicht das, was wir hier wollen. Also wir wollen jetzt ja auch nicht unbedingt, also wenn der String quasi als Textdatei vorliegt, dann können wir den direkt selbst laden. Also in dem konkreten Fall. Aber nichtsdestotrotz, interessante Sache, gucke ich mir auch nochmal an. Also so eine Art Include für Strings dann wahrscheinlich. Ne? Also das ist jedenfalls Cell Shading. Ne? Da gibt es so einige Spiele, ich glaube auf der Seite, hier sind auch so ein paar, also hier ist so ein Beispiel,
dafür. Interessanterweise, also hier sind so zwei mögliche Implementierungen, so eine etwas sehr skurrile Wireframe-Method. Ich habe mir das durchgelesen und dachte, kein Mensch macht es so. Also hat mich zumindest sehr überrascht, die Beschreibung. Und dann gibt es hier eben Deferred Shading, wie gesagt, dazu später mehr. Die witzigerweise die einfachste Methode, die ich gleich implementieren will, steht hier nicht drauf. Aber da so ist es halt manchmal in Wikipedia. Manche Webseiten, die werden halt nicht unbedingt gepflegt. So, und ich gucke mal, ob wir noch irgendwo Bilder haben. Ich guck mal in den deutschen. Ja, gibt es vielleicht noch irgendeine andere? Sonst schauen wir einfach nochmal. Im Wesentlichen schreiben die alle voneinander ab, scheinbar. Gucken wir mal, wenn ich Cell nochmal zurück hier, Cell Shading. Hier sieht man noch ein paar andere Bilder. Ne? Also, man sieht das immer so. Das hier ist ganz klassisch, ne? Ganz wenig Farben. Mal Bildersuche. Ja, hier auch, ne? Wenig Farben. Das ist jetzt irgendwie überhaupt kein Cell Shading. Weder das eine noch das andere, würde ich sagen. Also ist im Kontext von Comic häufig, wird im Kontext von Comics häufig verwendet oder Mangas oder was auch immer, sind auch nur Comics. Und ja, irgendwie sollte man halt versuchen, Outlines hervorzuheben. Und genau, Borderlands ist ein recht bekanntes Spiel, was so einen Style verwendet. Ne? Zelda Breath of the Wild hier auch. Also in Spielen wird zum Teil verwendet. Also wenn man es halt wenn man es halt zeichnet, dann kommt Cell Shading automatisch. Ja, dann macht man das. Wobei heutzutage kein Studio mehr von Hand zeichnet. Das ist alles mit dem Rechner generiert. Aber wie dem auch sei. Ja, also okay. Jetzt haben wir, glaube ich, kapiert, was Cell Shading ist. Bleiben wir mal dabei. Und jetzt die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Ja, mein Argument ist, das geht mit Deferred, machen wir auch hinterher, aber das geht auch viel einfacher. Also ich will im Prinzip nur zwei Sachen jetzt erreichen, nämlich die Farben reduzieren und irgendwie die ja, Kanten hervorheben. Ne? Das ist sozusagen die zwei Sachen, die wir machen wollen. So. Kümmern wir uns erstmal ums Reduzieren der Farbvielfalt. Also momentan, wenn ich das nochmal ausführe, ja, für unseren Donut, dann haben wir ja ziemlich viele Farbschattierungen. Und man sieht hier im Prinzip, wenn man sich nur mal das Center anguckt, da kommt im Prinzip eigentlich immer alles vor von so einer Farbe X, die ich halt vergebe als Color, bis hin zu Schwarz und das ist ein smoother Verlauf. Und ich schalte mal wirklich die Textur ab, damit man diese Farbverlauf ein bisschen hübscher erkennt. Ja, das können wir einfach, die können wir einfach im Shader rausnehmen, die nehmen wir einfach aus der Berechnung raus. So, und das wird wahrscheinlich wieder einen dummen Shader-Fehler geben. Genau, ach, ich hasse diesen Shader-Compiler. Also das ist wirklich so ärgerlich, dass die Deadcode-Optimierung ganz früh kommt. Das heißt, wenn ich das mache, dann sagt er, oh, die Variable Texture gibt es aber nicht. Die Variable Torus Texture gibt es aber nicht, weil die wird ja hier nicht verwendet. Also nimmt er sie mir da oben auch raus und dann geht das nicht mehr. Habe ich mich schon oft genug ausgedacht. Aber man kann das leicht faken, indem man einfach sagt, null mal, also plus null mal den da. Dann findet die dumme Code-Optimierung nicht mehr, dass es weg ist und dann ist es weg. So, also jetzt haben wir die Textur raus. Na, jetzt nehmen wir einfach diesen Donut. Man sieht, der besteht aus relativ vielen Farben. Ne? Also nur einem Farbton, aber von hell bis dunkel ist alles dabei. So, und wie kriegen wir jetzt diese Farbe runter? Also unsere Farbe selbst steht ja in diesem Combined Color. Zunächst mal, dann wird die noch mit Light multipliziert. Das kann ich auch hier unten rausnehmen. Mit demselben Grund wie vorher muss ich da aber vorsichtig sein. Sonst spielt wieder der blöde Compiler. Macht mir Ärger. Ich multipliziere es einfach mal nicht mit der Lichtquelle. Dann sieht man, das ist eigentlich die Raw Color, die ich da drauf gebe. Ja, die Struktur entsteht erst, weil ich so eine Beleuchtungsberechnung. Ne? Lassen wir das mal drin. Sieht ein bisschen arg doof aus. So. Und das hier, dieses Light hier, das ist einfach die Lichtintensität, wenn man so will. Ja, also wenn ich das jetzt hier zum Beispiel mal die Color rausnehme, das kann ich machen, da geht nichts kaputt. Und schreibe das einfach in X, Y und Z rein. Dreimal. Hoffentlich geht doch was kaputt. Das will er nicht. Das kann er nicht selbstständig expandieren, okay. Dann halt mal was halt verwandt. So, also wir schreiben das in X, Y und Z rein. Na, dann sieht man, das ist quasi das, was die Beleuchtungsberechnung tut. Und das wird dann halt eben noch mit der Farbe multipliziert. So,
Gut. Warum mache ich das Ganze? Weil mir ist jetzt, ich möchte das dem Ding hier mal eben kurz einen Namen geben. Weil das ist wirklich sozusagen die Farbe, also das ist die Belichtungsintensität und das ist die Basisfarbe und das ganze etwas hier ist quasi die Farbe, die rauskommt. Ne? Also nenne ich das mal Resulting Color oder sowas ähnliches. Ja? Fügen wir eine neue Zeile ein. Das ist ein Vec 3. Die Alpha-Komponente interessiert uns nicht. Resulting Color ist gleich dieser Kram hier. So. Okay, und das Ganze sollte noch so halbwegs funktionieren. Wohl kaum. Was habe ich da genau gemacht? Achso, plus nicht mal. Irgendwie ist das gerade beim Hin- und Her-Editieren kaputt gegangen. So, also da komme ich dasselbe raus wie vorher. So, und das Ding, das wollen wir jetzt einfach quantisieren. Was ist die einfachste Art und Weise, das zu quantisieren? Ja, wir nehmen einfach diesen Term hier, ja, und schneiden mal die Nachkommastellen ab. Das ist erstmal keine besonders gute Idee, weil der ist zwischen 0 und 1. Ja. Aber wir können hier mal einen Integer casten. Also das nennt man in drei Komponenten Integer. Ja, das wäre jetzt ziemlich langweilig, wenn ich das jetzt mache. Und ich glaube, da muss ich es nochmal anschließend casten. Wieder in Float zurück, dann ist das entweder 0 oder 1. Das wäre eine relativ krasse Diskretisierung. Ja. Die führt dazu, dass nicht alles zu 0 wird. So, damit das nicht ganz so krass ist, sage ich mal, ich multipliziere das mit 4. Dann habe ich, also sinnvollerweise, bevor ich es in Integer caste, dann habe ich Werte zwischen 0 und 4. Ja. So, und dann passiert hier auch, dann bleibt ja auch ein bisschen was übrig. Und damit das Ganze hinterher noch funktioniert, damit das wieder im selben Bereich ist, dividiere ich es einfach mal durch 4. Ne? So, wenn ich das jetzt mache, voilà, Cell Shading Part 1. Ja, diskrete Farben. Der sieht jetzt ein bisschen komisch aus, dass er so plupp, plupp, plupp macht und immer sich so variiert. Das liegt halt daran, weil ich die Farben ja die ganze Zeit in der Animation verändere. Ne? Und das kann ich jetzt steuern. Also, ich habe jetzt hier 4 Abstufungen. Wenn ich jetzt finde, dass das ein bisschen zu viel sind, dann machen wir halt nur 2. Ja, dann ist es jetzt 2 Abstufungen zusätzlich zu schwarz. Und wie gesagt, das verändert sich immer, weil die Farben sich verändern. Ja, wirklich schwierig ist das nicht. So, oder wir machen ein paar mehr. Das sind natürlich mehr als 2, weil das sind 2 pro Kanal, Rot, Grün, Blau. Ja, das heißt, wenn ich 2 Abstufungen zulasse, habe ich 8 mögliche Farben. Ne? 2 mal 2 mal 3. So, jetzt haben wir auf 10. Das sieht dann eher aus wie ein Bug, würde ich sagen. Sieht eher aus, als ob es nicht beabsichtigt ist. Lassen wir es mal bei 4. Das wirkt, glaube ich, ganz gut. So, okay, damit haben wir schon mal Part 1. Wir haben die Farben mal diskretisiert. Das war jetzt kein großer Akt, das war im Prinzip eine Zeile Code, die es gebraucht hat. Und wie gesagt, Cell Shading ist auch nicht wirklich kompliziert. So, das zweite, was wir gerne haben wollen, ist irgendwie so ein Outline. Das heißt, wir müssen jetzt die Outline erkennen. So, und da hatte ich ja gerade in der Wikipedia gesagt, es gibt sozusagen diese 2 Möglichkeiten, so eine seltsame Wireframe-Methode, die ganz komisch anmutet. Und man kann es deferred machen, deferred später mehr dazu. Wir kommen heute zum Deferred Shading. Ich sehe schon, da kommen, dass das nicht passiert. Aber das zweite, eine ganz andere und viel einfachere Idee, die auch nur im Prinzip eine Zeile Code erfordert, ist, man kann es natürlich auch an der normalen erkennen. So, also, was ist nochmal die normale? Ich versuche mich mal wieder ins Zeichen. Ich habe immer noch nicht geguckt, warum, weil mir aus irgendeinem Grund das Programm so ewig braucht zum Starten. Das Bildbearbeitungsprogramm muss ich noch rausfinden. Jedenfalls noch hüpft. Okay. Nicht wiederherstellen. So, die Farben bräuchten noch so noch. Achso, ja, wir können natürlich gleich. Wir können, also, falls ihr sehen wollt, wie das mit Textur aussieht, wir können ja wieder einschalten. Ja, dann. Das jetzt. So. Dann haben wir da auch alle Bereiche. Ich weiß, was du meinst. Du meinst, dass das irgendwie Abschnitte sind. Aber die variieren sich schon beim Cell Shading. Das heißt, wenn das Licht anders fällt, dann wandern tatsächlich diese Bereiche auch rum. Und da hier ständig das Licht anders fällt, sieht das ziemlich wild aus. Ja. So. Okay, jetzt zurück zur Erklärung, wie kriegen wir die Outlines leicht hin? So, und zwar brauchen wir da ein ganz kleines bisschen Mathematik. Also ihr solltet euch auch für Computergrafik generell 2 Dinge mal merken.
in Bezug auf Mathematik. Das ist das Skalarprodukt und das Kreuzprodukt. Die erzähle ich, glaube ich, auch alle 3 Wochen. Nee, wahrscheinlich eher dreimal pro Stream hier erwähne ich diese beiden Dinge. Wenn ich irgendwas mit Computergrafik mache, es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die man sich merken muss, aber die beiden Sachen einfach mal merken. Was ist das Kreuzprodukt? Das sind immer Produkte von 2 Vektoren. Produkt von 2 Zahlen ist einfach, ne? 3 mal 4, ja, ist klar, ist 12. Gibt es auch nicht viel drüber zu diskutieren, ist halt so. So, wenn ich jetzt aber 2 Vektoren habe und sage, multipliziere mir die beiden Dinger, dann gibt es mindestens 3 verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ja, das eine ist, man kann einfach, sagen wir mal, das sind 2-3D-Vektoren, man kann die einfach komponentenweise addieren. Das heißt, ich kann die beiden ersten Zahlen nehmen, die zusammen multiplizieren, die zweiten Zahlen, die zusammen multiplizieren, die dritten Zahlen zusammen multiplizieren. Das nennt man übrigens Hadamard-Produkt. Das braucht man echt super selten, zumindest für Geometrie nicht. Für Farben braucht man das ab und zu mal. Ja, also hier zum Beispiel, da machen wir sogenanntes Hadamard-Produkt. Also da machen wir es wirklich einfach komponentenweise. Ja, wenn wir so ein Mal schreiben. Okay, für Geometrie macht das weniger Sinn. Ja, so, für Geometrie machen diese anderen beiden Produkte Sinn. So, was ist denn das Skalarprodukt? Da kommt ein Skalar raus, wie der Name schon sagt. Im Englischen nennt man das Dot Product oder auch Inner Product, ist dasselbe. Und was man da tut, ist, man bildet wieder dieses komponentenweise Produkt, wie bei diesem Hadamard-Gedöns, aber man nimmt anschließend die 3 Produkte, die da rauskommen, und addiert die zusammen. Ja, und dadurch kommt natürlich am Ende eine Zahl raus. So, okay. Das hat man vielleicht in Linear Algebra mal gelernt, bei der reinen Implementierung, aber normalerweise lernt man noch ein bisschen was dazu, nämlich warum hat man dieses Skalarprodukt, weil das hat eine. Hallo! Willkommen, Iris. Vielen Dank für den Raid. Set Salt X Atlas. Würde ich es mal versuchen zu lesen. Ich versuche gerade allen nochmal kurz lineare Algebra zu wiederholen. Perfekt. Ich kann auch Deutsch. Ja, zumindest, dass er sich für Deutsch hält. Ja, also wir sind bei Deferred Shading. Zeig nochmal, was wir machen. Also eigentlich sind wir nicht bei Deferred Shading, sondern ehrlich gesagt sind wir momentan gerade bei Cell Shading. Und wir wollen jetzt gerade Outline zeichnen. Okay? Und irgendwann kommen wir dann vielleicht auch noch zu Deferred Shading heute. Was übrigens nichts mit Cell Shading zu tun hat. Cell Shading kommt nur kurz auf Wunsch eines Einzelnen. So. Also, was hat es mit diesem ominösen Dot Product auf sich? Also, wie man es ausrechnet, habe ich gerade gesagt. Ist aber eigentlich egal, wie es ausgerechnet wird. Wichtiger ist, was es bedeutet. Und das, ja, ist okay. Geh weg. Ja, sollst du machen. Mach es einfach. So. Es ist noch schön, wenn ich in schwarz zeichnen würde. Sehr schön. Wenn ich also 2 Vektoren habe, diesen hier, ich zeichne das jetzt einfach mal so beide ein, und einen anderen, und ich lege die mal beide zusammen. Ja, dann berechnet mir das Skalarprodukt, ja, die Länge einen Vektors projiziert auf den anderen. Also ich nehme jetzt diesen blauen, projiziere den auf den schwarzen und das, was da rauskommt, ist ein neuer Vektor. Der zeigt natürlich in die Richtung des schwarzen und hat eine gewisse Länge. Und das Skalarprodukt rechnet mir nur diese Länge aus. Ja, das macht's. So. Und die könnte man auch anders ausrechnen ohne das Skalarprodukt. Ja, und zwar wäre das, wenn ich diesen Vektor jetzt mal hier einfach mal x nennen würde. Ja, und diesen Vektor hier y. Ja, dann ist das Grüne da, ist mathematisch nichts anderes als x. Ja, doof, dass es blau ist, ne? Ich hätte nie mit den Farben angefangen. Bleiben wir bei schwarz, neutral. X. Von dem Vektor die Länge, das ist eine Zahl, ne? Plus die Länge von Y plus der, warum sage ich plus? Weil das ist falsch. Das ist, wo ist der Radierer? Ja, es ist mal. Ja, nicht plus, sollte mal heißen. Mal. Das sind jetzt Skalare. Die Länge von dem Ding ist immer eine Zahl. Ja, also das sind ganz normale Mals sozusagen. Mal dem Cosinus von Alpha. Was zum Teufel ist Alpha? Alpha ist das da.
Winkel hier. So, okay. Soweit, so gut. Häufig in der Computergrafik schaut man, dass alle Vektoren die Länge 1 haben. Wenn das hier 1 hat, kommt da 1 raus. Wenn das hier 1 hat, kommt da 1 raus. Dann bleibt nur noch das da übrig. Und man kann das Skalarprodukt benutzen, um den Kosinus des Winkels zwischen zwei Vektoren zu bestimmen. Das ist jetzt alles total trocken und Mathematik und so weiter. Aber das ist total praktisch in der Realität. Ja? Wenn man einmal über diese mathematische Gedönse hinweg ist, dann kann man damit total tolle Sachen machen. Zum Beispiel Kanten erkennen. So. Warum? Machen wir das da unten mal weg oder brauchen wir eigentlich nicht? So, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Oberfläche hier denke, ja, die sieht so aus. Und ich gucke von hier auf die Oberfläche. Ja, und ich schaue mir jetzt mal die normalen an, die diese Oberfläche hat. Ich male davon mal ein paar ein. Hier ist eine. Normal ist der Vektor, der immer der recht auf der Oberfläche steht, was der da jetzt gerade nicht so richtig tat. Ja, ich schenke mir mal die Pfeile da. Dann sehen die in etwa so aus, so igelmäßig. Wir haben auch mal ein Tool geschrieben, was das anzeigt. Ja, ich kann es auch gleich nochmal rauskramen. Muss das nicht noch normalisiert werden? Was möchte ich gerne normalisieren? Ja, das muss nicht normalisiert werden. Diese Gleichung gilt natürlich für die unnormalisierten Vektoren. Deswegen haben wir ja deren Länge da drin. Ja. Okay. Ja, also das ist die, um es ganz genau auszudrücken, diese Länge hier ist die projizierte Länge in x Einheiten. Ja, in x Einheiten die projizierte Länge dieses Vektors. Ja. So. Angenommen x gleich y und die Länge ist nicht 1. Ja, ist okay, da funktioniert die Formel aber immer noch, weil die Länge steht ja da drin. Das ist alles in Ordnung. Ja, also man normalisiert die häufig, das ist richtig. Aber das hier ist generisch. Das gilt immer. So, also, um die Kanten zu finden, muss man es übrigens auch nicht normalisieren. So, beziehungsweise kann man machen, kommt darauf an, wie wir genau die Kanten suchen wollen. Aber jetzt nochmal zurück. Also, wir haben jetzt erstmal die normalen. Vergesst mal kurz Normalisierung, Kreuzprodukt und so weiter, alles nochmal kurz zurück. Wir haben hier, ich mache die mal alle gleich. Das hat hier super funktioniert. Ich mache die mal alle gleich, ja. Wir haben jetzt diese kleinen Igelstacheln da drauf. Und jetzt wollen wir gerne die Silhouette finden. Und was wir jetzt eigentlich suchen müssen dafür, sind nur Vektoren, also normalen Vektoren, die zur Lichtrichtung oder zur Betrachtungsrichtung, Entschuldigung, wir suchen ja die Silhouette aus Sicht des Betrachters oder der Betrachterin, nicht vergessen. Wir suchen die und welche Eigenschaft hat die Silhouette? Nein, die Silhouette hat die Eigenschaft, dass die normale an der Silhouette senkrecht auf der Betrachtungsrichtung steht. Das ist schon alles. Also müssen wir einfach nur danach suchen. Ja, und dann funktioniert das. Aber die Projektion eines Wechselsinges hat doch nicht die Länge 4, steht gerade voll auf dem Schlauch. Die Projektion eines Vektors, okay, nochmal, das ist ja auch nicht, das ist die Projektion. Hier stehen aber noch zwei weitere Faktoren drin, mit denen ich das multipliziere. Deswegen sage ich, das ist die Projektion, also wenn du es jetzt in Worte fassen willst, dann ist das die Projektion des Vektors, dann hast du das da mit drin, in Einheiten der Länge x ausgedrückt. Deswegen multipliziert man das noch damit. Ja, also wenn du einen Vektor hast, der die Länge 2 hat, den projizierst du auf sich selbst. Ja, dann ist das in Einheiten von sich selbst ausgedrückt und deswegen kommt da 4 raus. Das macht jetzt nicht allzu viel Sinn, aber kannst du machen. Dann hast du, also was kriegst du raus, wenn du das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst bildest? Ja, kannst ja mal überlegen, was du dann berechnest. Dann berechnest du einfach die Länge des Vektors. Ja, das ist einfach, ne, die Länge der einzelnen. Des Vektors selbst. Ja, ist auch manchmal ganz praktisch, das zu machen. Gut, jetzt aber zurück nochmal zu unserem Cell-Shading, Kantenfindengeschichte. So, wir suchen also einfach nur für die Silhouette die Vektoren, die senkrecht da stehen. Wann stehen zwei Vektoren senkrecht? Wenn das hier 0 ist. Und dann ist übrigens völlig egal, wie die da sind. Ja, wenn das 0 ist, ist das Gesamtprodukt auch 0. Ja, nun ist in Floating Point immer so ein Check auf 0 eine dumme Sache. Also checken wir mal, ob das hier kleiner ist als Epsilon und dann fangen die Teile wieder an, eine Rolle zu spielen.
Ja, und dann ist es in der Tat sinnvoll, das zu normalisieren. So, das Ganze wird aber noch einfacher, denn wenn wir uns den richtigen Raum aussuchen, zum Beispiel im View-Space, im Kamera-Space oder View-Space ist beides dasselbe, also im Raum des Betrachters, befindet sich der Betrachter immer im Nullpunkt. Ja, also die Kamera, wenn ich sage, alles relativ zur Kamera, heißt das, die Kamera steht im Nullpunkt. So. Und die Kamera guckt in OpenGL immer entlang der Z-Achse. Ja, also das ist einfach so festgelegt, in DirectX übrigens auch. Das ist nur die Frage, wie das Vorzeichen ist. Aber das soll uns hier nicht interessieren, weil uns vom Cosinus, der Cosinus ist relativ indifferent gegenüber Vorzeichen, kann man sich überlegen, ne? Cosinus von 50 Grad und minus 50 Grad ist dasselbe. So, das heißt, was genau müssen wir also machen? Wir müssen das Skalarprodukt von der Betrachtungsrichtung, von der wir wissen, dass sie sowas ist wie 0, 0, 1, ja, entlang der Z-Achse oder von mir aus 0, 0, minus 1, aber wie gesagt, Vorzeichen vergessen wir mal, ja, mal unserer normalen, die hoffentlich normalisiert ist. So. Und jetzt nochmal, wie wird das Skalarprodukt berechnet? Erste Komponente mal vom einen Vektor mal die erste Komponente vom zweiten Vektor plus die erste Komponente, Entschuldigung, zweite Komponente vom ersten Vektor. Also die ersten beiden Komponenten multipliziert, die zweiten beiden Komponenten multipliziert und beim 3D-Vektor die dritten beiden multipliziert. So, und dann zusammen addiert. Wenn ich jetzt weiß, dass dieser Vektor hier 0, 0, 1 ist, ja, dann kann ich euch sagen, was rauskommen wird, wenn ich die erste Komponente mit irgendwas multipliziere, nämlich 0. Wenn ich die zweite Komponente mit irgendwas multipliziere, wird auch 0 rauskommen. Und wenn ich die dritte Komponente mit irgendwie mit 1 multipliziere, kann ich euch auch schon verraten, was da rauskommt, nämlich die dritte Komponente. Das heißt, das Skalarprodukt von irgendeinem Vektor mit dem Betrachtungsvektor, wenn dieser andere irgendwie Vektor schon im ViewSpace ist, ist ganz einfach. Es ist einfach die dritte Komponente vom Vektor. Ja, so. Was wollen wir also? Wir wollen jetzt, dass dieses Skalarprodukt klein ist und wir wissen, dass dieses Skalarprodukt einfach die dritte Komponente des Vektors ist. So, gut, was machen wir jetzt also? Wir nehmen uns die normale, die normalisierte Normale, die im ViewSpace sein sollte. Das ist die bei uns. Ja, also voll transformieren. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, um rauszufinden, ob es sich um eine Silhouette handelt, ist, wir müssen gucken, ob die dritte Komponente, auch Z-Komponente genannt, ob die ziemlich. Was muss die sein? Das Skalarprodukt beim 90-Grad-Vektor soll 0 sein. Die soll also ziemlich klein sein. Ja, das können wir uns einfach mal angucken. Wir können einfach sagen, bool, border nenne ich es mal. Ja, gleich. Wir nehmen einfach von der normalisierten Normale die Z-Komponente. Das ist quasi das Skalarprodukt. Ja, Nabend. So, und gucken, ist das Ganze kleiner als, sagen wir mal, was weiß ich was, 0,5 oder so. Also. Mir ist 0,1, also klein. Ja, wenn das der Fall ist, dann haben wir eine Silhouette. Ja, dann machen wir die mal meinetwegen, machen wir die erstmal weiß. Hinterher können wir die schwarz machen, aber damit wir sie jetzt ein bisschen schöner sehen, machen wir sie mal weiß. Ja, und ansonsten, warum ist das dann, das ist Quatsch. Da machen wir ja direkt eine Farbe offensichtlich draus. Resulting Color, also ich klammer das immer gerne, nicht, dass es nötig wäre, aber ich klammer es immer gerne. So, wenn die normale ist kleiner, Entschuldigung, genau, richtig, danke. Kleiner als 0,1, dann geben wir weiß zurück. Ansonsten bleiben wir bei unserer Farbe. So, das führen wir aus. Tada, ein bisschen klein sind die Silhouetten. Machen wir mal ein bisschen mehr. Das kann man jetzt einfach damit steuern. Schon haben wir unsere Silhouetten. Jetzt weiß. Ja. So, und jetzt machen wir noch schwarz. Das sieht man halt jetzt nicht so richtig gut. Man kann es so ein bisschen erkennen, aber da unsere Silhouetten schon relativ schwarz sind, ich nehme mal wieder die Textur raus. Die Textur hängt da halt an der Stelle. Plus 0 mal Texture. Da kann man es ein bisschen besser erkennen. Wir können noch den Betrag davor machen, das ist eine gute Idee. Ja. So, und jetzt kann man es
sehen, dass wir hier was Schwarzes drumherum zeichnen. Das ist ziemlich dünn, zugegebenermaßen. Ja, also wenn wir es jetzt dicker haben wollen, der Donut ist natürlich ein bisschen böse bei sowas, weil der halt so Rundungen hat. Ne? Dadurch finden wir auch zwischendurch mal. Da wird die Silhouette an manchen Stellen größer und an manchen Stellen kleiner. Also das Ganze berechnet die jetzt halt wirklich sozusagen Pixel genau hier nur am Rand. Ja? Aber wie gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber so kriegt er zunächst mal, kriegt er schon eine Silhouette hin. Und auch das war jetzt irgendwie nicht so richtig krass viel Code. Also im Prinzip habe ich diesen Code da eingeführt. Ja, so, Cell Shading. Erledigt. Tollkirsche weiß Bescheid. Das hier sind jetzt zwei Sachen, wie man zum Beispiel Cell Shading erreichen kann. Und das hat nichts mit Deferred Shading zu tun. Also alle, die gerade dabei sind, ne? Stream heißt Deferred Shading. Fangen wir aber jetzt immerhin 1 Stunde, 5 Minuten später mal mit Deferred Shading an. So, man kann nämlich das auch noch anders machen, diese Kanten erkennen, und man kann vor allen Dingen noch einen Haufen mehr machen. Genau, ganz gehen. Ja, so, okay, so, 25 Minuten, ja, das wird hart, das wird sehr hart, das hinzukriegen, aber sonst überziehe ich ein bisschen. Okay, was ist jetzt Deferred Shading? Dir auch hallo. So, und zwar haben wir das gerade schon witzigerweise gehabt bei dem Cell Shading. Ich nutze einfach mal hier das Bild aus der Wikipedia, um das Ganze zu erklären. Ja. So, ich gucke einfach mal, ob ich Deferred Shading hier finde, damit man nicht. Witzigerweise kommt das nie vor auf der Webseite, ist ja lustig. Na, egal. Also. Vergesst mal Cell Shading jetzt nur einen Moment, und guckt mal einfach nur hier oben auf dieses Bild. Also das hier ist offensichtlich eine Szene, die gerendert wurde. Ja? Und hier sieht man jetzt noch zwei andere Informationen über diese Szene. Das eine ist die Tiefe. Ja? Die Tiefe ist ein Skalar. Ja? Das heißt, man sieht, vorne ist, also das hier ist nicht besonders tief und das ist irgendwie falsch, dieses Bild. Also das ist. Das macht ja keinen Sinn. Also, da ist ein Bug in dem Code. Wer auch immer dieses Bild generiert hat, hat es falsch generiert, weil natürlich dieser Boden hier graduell auch heller werden müsste. Ja, also ist ein Bug. Wir können vielleicht mal wieder Wikipedia fixen. Ja, das stimmt natürlich nicht. Das ist die Tiefenkarte, aber nur von den Gebäuden, den Bäumen. Also sowohl die Berge als auch der Boden, als auch das Männchen könnte drin sein. Das ist halt ziemlich schwarz wahrscheinlich. Aber die anderen Sachen, also das ist keine richtige Tiefenkarte. Wir werden auch noch dazu kommen, dann werden wir richtig vernünftige Tiefenkarten bauen. Also ist nicht ganz richtig, aber vielleicht finde ich noch ein Bild, wo ich nicht die ganze Zeit, es ärgert mich, wenn ich die ganze Zeit einen Fehler habe und da drauf gucken muss und die ganze Zeit sage, so ist es aber nicht, so ist es aber nicht, so ist es aber nicht, finde ich kein irgendwie vernünftiges Bild. Na, hier aber. Hier haben wir ein etwas besseres Bild. Ja? Also hier sieht man es auch, ne? Also auch so ein Boden hat natürlich einen smoothen Verlauf. So. Was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier irgendwie ein finales Bild mit einem Haufen Boxen, die jetzt auch nervig sind, aber sei es drum. So. Und um dieses Bild oder was normalerweise passiert, ist, dass ja nicht nur das finale Bild gerendert wird, sondern es werden laufendweise Zwischenergebnisse produziert. Zum Beispiel eben die Tiefenkarte. Ja, also jeder Punkt, jedes Fragment hat in der 3D-Szene häufig eine Tiefe. Ja, also es kann sein, dass man das nicht, dass man es ignoriert, aber meistens hat man irgendwelche Tiefeninformationen in irgendeiner Form. Und man könnte es sein, dass der Boden bewusst das macht keinen Sinn, das zu unterscheiden. Sonst hätte man es nicht compositen können oder so. Aber ist egal. Jedenfalls finde ich es für ein Beispiel sehr unpraktisch. Wie gesagt, jeder Punkt hat eine Koordinate und ein Teil davon ist die Tiefe. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, warum so häufig immer hier die Tiefe genommen wird. Ich habe festgestellt, dass fürs Deferred Shading es häufig sinnvoll ist, tatsächlich die komplette Position rauszuschreiben. Also dann ist die Tiefe nur ein Teil davon, also eine XY-Tiefe. Man kann aus der Tiefe plus der Bildschirmposition wieder die komplette 3D-Position zurückrechnen. Manchmal kann man sich dadurch ein bisschen Bandbreite sparen, wahrscheinlich ist deswegen. So. Aber das ist jedenfalls die Tiefe, das ist eine Information. Was man hier sieht, das sind die normalen, also es sind genau diese Vektoren auf der Oberfläche farbkodiert. Ja?
Ja, also hier sieht man, dass der Boden im Wesentlichen eine grüne Komponente hat. Das heißt, wenn man das jetzt X als rot, grün als Y und Z als blau macht, dann heißt das, dass der Boden ziemlich viel Y hat. Das ist auch kein Wunder, der eine normale, die nach oben zeigt. Passt also. Das ist im Allgemeinen Bias. Das heißt, man addiert 0,5 dazu, also man addiert 1 dazu und teilt durch 2. Um negative Werte in den positiven Raum zu heben. Deswegen ist das immer alles sehr pastellig, wenn man sich diese normalen Informationen hier anguckt. Ja, heutzutage arbeitet man mit Flow-Texturen, dann braucht man so einen Kram nicht mehr zu machen, aber wenn man sich so angucken möchte, dann schreibt man es natürlich wieder als Farbe raus und dann macht man das. So, also hier haben wir die Position, jetzt nur in Form der Tiefe. Hier haben wir die Normalen. Hier haben wir die Farbinformation der Oberfläche, die offensichtlich in dem Fall ein Teil das Ergebnis der Beleuchtungsberechnung ist. Und hier haben wir die Texturinformation, also sozusagen die Basisfarbe der Oberfläche. Genau, kann man natürlich auch machen. So, also, so was hat das jetzt mit Deferred Shading zu tun? Und die Idee von Deferred Shading ist folgende. Was passiert beim Rasterisieren eigentlich nochmal? Also jetzt kurze Erinnerung für diejenigen, die schon länger dabei sind, oder neue Informationen für diejenigen, die neu dabei sind. Was passiert beim Rasterisieren in der Grafikkarte? Wir schicken eben Haufen Geometrie in die Grafikkarte. Die verarbeitet die, egal ob die sichtbar ist oder nicht. Also zum Beispiel auch die Geometrie hinter dieser Kugel, die ist ja nicht sichtbar, also der Teil des Bodens, wird trotzdem verarbeitet, wird komplett, geht durch die kompletten Pipelines durch und erst ganz am Ende, wenn man das auf dem Bildschirm rausschreibt, also das hier unten, wenn man sich mal die Linien da wegnimmt, ist ja das finale Bild. Erst wenn man das rausschreibt, dann wird entschieden, ob diese Information für jeden einzelnen Punkt, ob die sichtbar ist oder nicht. Das macht man einfach meistens durch einen sogenannten Tiefentest. Das heißt, man schreibt die Sache raus. Nur dann, wenn die Tiefe, sagen wir mal jetzt mal, nah bedeutet kleiner. Ja, in dem Fall ist nah jetzt größer. Mehr vorne ist heller. Das kommt darauf an, was das Ding für ein Vorzeichen hat, die Tiefe. Aber tun wir mal so, als ob vorne kleiner wäre. Ja, dann würde man sagen, okay, schreib immer nur das raus, was kleiner ist, als das, was schon drin steht. Und dadurch ist die Reihenfolge egal, in welche ich das zeichne. Wenn ich zuerst den Boden zeichne, dann landet der wirklich im Bild, wird aber von der Kugel hinterher überschrieben, weil die ja näher dran ist, also kleiner ist. Ja? So, wenn ich jetzt zufällig zuerst die Kugel render, ja, dann wird die ins Bild geschrieben und das, was eigentlich dahinter landen soll von der Ebene, landet nicht mehr da, weil in dem Moment, wo ich es schreiben will, stellt das System fest, oh, das hat ja einen größeren Tiefenwert, also werfe ich es weg. Ja, und damit kann ich das sogenannte Okklusionsproblem lösen. Also damit kann ich hinbekommen, dass Sachen, die vorne sind, sichtbar sind und Sachen, die hinten sind, nicht sichtbar. Es gibt zig andere Möglichkeiten, das zu lösen. Ja, zum Beispiel kann man die Szene einfach von hinten nach vorne zeichnen. Dabei überschreibt man auch garantiert alles in der richtigen Reihenfolge. Das ist der sogenannte Painter-Algorithmus, also Zeichner. So will ein Zeichner vielleicht arbeiten oder so haben Zeichner früher und heute machen das auch noch, wenn man das lernt, ne, dass man einfach erst den Hintergrund malt, das dann einfach überpinselt, ne, dann ist auch alles okay. Aber das ist eine Möglichkeit, um diese Okklusion zu lösen. Das ist ziemlich brute force, das ist ziemlich dumm, ja, also die ganze Szene zu verarbeiten und ganz am Ende erst wegzuschmeißen, ja, total der Overhead, ja. Gerade bei komplexen Szenen, wo viel verdeckt wird, führt das dazu, dass man sehr, sehr viel unnötige Arbeit tut. Ja, so. Und Deferred Shading ist jetzt eine Methodik, die einerseits die kann Performance bringen, ja, gibt einem andererseits aber mehr Möglichkeiten, um bestimmte Dinge zu tun. Kommen wir erstmal auf den Performance-Aspekt. Was man beim Deferred Shading nämlich macht, ist, wenn man eine komplexe Fragment-Shader-Berechnung hat. Das heißt, wenn quasi das finale Ausrechnen der Farbe eines Oberflächenpunktes, wenn das der teuer ist, weil ich zum Beispiel tausende von Lichtquellen in der Szene habe und ich muss die Beleuchtungsberechnung mit ganz vielen verschiedenen Lichtquellen machen. Ja, also wirklich tausende ist nichts Ungewöhnliches, wenn man eine Flächenlichtquelle hat, dann kann es schon mal vorkommen, dass man die aus lauter kleinen Punktlichtquellen modelliert. Und dadurch kann es durchaus sein, dass man tausend oder Millionen von Lichtquellen hat. Und das ist natürlich viel Arbeit, die man für jeden Punkt machen muss. Und wenn jetzt von diesen Punkten unglaublich viele nicht sichtbar sind, dann wäre es ziemlich ungeschickt, diese Arbeit zu machen. Ja? Und deswegen die Idee Deferred Shading. Ich schreibe also nicht das komplette finale Ergebnis raus. Ja? Also insbesondere schreibe ich das da eigentlich nie raus, die Beleuchtungsberechnung, ja? Sondern ich schreibe die Parameter raus, die ich brauche, um die Berechnung durchzuführen. Ja? Um die Beleuchtungsberechnung zum Beispiel durchzuführen, muss ich wissen, wo ist der Punkt? Ja, das gibt mir dann die
Position relativ zur Lichtquelle. Das brauche ich für die Reverse Machine. Ich muss wissen, wie ist die normal? Haben wir eben gesehen in meinem Code. Zum Beispiel die diffuse Beleuchtung setzt sich zusammen aus dem Skalarprodukt von Normal- und Lichtrichtung. Ja. Und wenn ich dann noch ein spekulares Highlight drauf haben will, dann muss ich noch mir angucken, wie ist die Betrachtungsrichtung relativ oder die reflektierte Betrachtungsrichtung relativ zur Lichtrichtung oder die reflektierte Lichtrichtung relativ zur Betrachtungsrichtung ist dasselbe. Ja? So, für diese Reflexion brauche ich aber auch die Position und ich brauche auch die normale, was an der Oberfläche zu spiegeln, muss ich die normale haben. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, für so eine Beleuchtung hier, das ist typische Funkbeleuchtung, brauche ich die normale für jeden Punkt, ich brauche die Position und ich muss noch die Texturinformation, in diesem Fall ist das alles nur Schachbretter, muss ich haben. Mit den Dingern kann ich dann rechnen und da kann ich dann zum Beispiel für 1 Million Lichtquellen für jeden Punkt ausrechnen, wie wird der denn beleuchtet. Ja, also im Prinzip das da. So, jetzt habe ich immer noch nicht erklärt so richtig, was Deferred Shading ist und die Idee ist, zweistufig vorzugehen. Also das heißt, in diesem ineffizienten Pass, wo man alles rausschreibt, eben nicht diese Berechnung zu machen, sondern nur die Textur rauszuschreiben, die normale rauszuschreiben und die Position rauszuschreiben. So, das kann man auch alles gleichzeitig machen. Man kann mehr als einen Wert auf einmal im Shader ausspucken. Ja? Und dadurch generiert man tatsächlich diese Bilder hier. Die können wir uns auch angucken. Wie spät haben wir es denn? Die kann man sich hinterher auch angucken. Ja? So. Und dann führt man die eigentliche Berechnung bildbasiert durch. Da kommt aber genau dasselbe raus, wie wenn man es im Raum, im Objektraum machen würde. Und zwar, man nimmt sich jetzt einfach, man geht einmal über den gesamten Bildschirm drüber und nimmt sich, sagen wir mal, ich will jetzt diesen Punkt hier berechnen, also den da, um genau zu sein. Dann nehme ich mir, sagen wir mal, versuchen wir wirklich den da zu erwischen hier. Dann nehme ich mir diesen Punkt hier und diesen Punkt hier. Und die drei haben zufällig, nicht nur zufällig, sondern natürlich dieselbe Koordinate wie der Punkt hier. Also man nimmt einfach die 2D-Koordinate, liest drei Werte aus und macht dann die eigentliche Berechnung. Ja, dann weiß ich, dieser Punkt, der da drunter ist, welche Position hat er in 3D, welche Normale hat er an der Stelle und welche Texturinformation hat er an der Stelle. Und damit kann ich diese ganze Beleuchtungsberechnung zum Beispiel machen oder was auch immer ich tun will. Ja, und das führt dazu, dass ich nur noch für jeden sichtbaren Punkt diese komplexe Berechnung durchführen muss. Allerdings für jeden Punkt, also auch die unsichtbaren, halt diese Daten rausschreiben muss. Was passiert, was ist also unterm Strich, wenn man sich jetzt in Summary das anguckt? Was ist das Pro und das Con? Das Pro ist, wenn meine Beleuchtungsberechnung sehr teuer ist, führe ich die jetzt nur noch für die wirklich sichtbaren Punkte auf. Das ist gut. Und das kann signifikant weniger sein als für alle Oberflächen. So, Punkt 1. Das ist Pro. Was ist Contra? Contra ist, ich brauche 2 Render Passes. Ja, der eine ist hoffentlich eine ganze Ecke billiger als mein vorheriger. Ich brauche an der Stelle aber erheblich mehr Bandbreite. Also anstatt einmal Rot, Grün, Blau und von mir aus Alpha rauszuschreiben, muss ich jetzt hier eben einen Haufen mehr rausschreiben. Also das hier ist im Allgemeinen dreikomponentlich, das ist auch dreikomponentlich und das hier kann man dreikomponentlich rausschreiben, man kann es aber auch einkomponentlich rausschreiben. Also lange Rede, kurzer Sinn, man verdoppelt rund die Datenrate. Ja, das kann teuer sein und man verbraucht einen Haufen Speicherplatz. Ja, wenn ich das in 4K-Auflösung rendere, dann verbrauche ich eben zweimal den Speicherplatz dazu. Und meistens, wenn man die in einer wesentlich höheren Präzision abspeichert, das sind normalerweise 8-Bit pro Kanal. Hierfür verwende ich im Allgemeinen mindestens 16-Bit pro Kanal, wenn nicht sogar Floating Point, also 32-Bit. Das bedeutet also, man hat einen Haufen mehr Speicherbandbreite, die verloren geht. Und nachdem ich die rausgeschrieben habe, muss ich ja nochmal diesen zusätzlichen Pass ausführen, der das alles zusammenrechnet. Ja? So, also so viel zum Performance-Aspekt vom Deferred Shading. Das ist Akt 1. Akt 2, und das ist wahrscheinlich der noch wichtigere Akt, ist, man kann aber auch einen Haufen mehr machen. Ja? Wenn ich zum Beispiel diese Information hier rausschreibe, dann kann ich zum Beispiel einen Punkt jetzt fragen, wie ist eigentlich die Tiefe deiner Nachbarn? Oder wie ist die Normalen deiner Nachbarn? Oder wie sind die Texturinformationen deiner Nachbarn? Das kann ich vorher nicht, weil ich brauche jeden Punkt einzeln berechnen. Das heißt, ich kann jetzt eine gewisse Form von globalen Abfragen machen. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein, denn so ein Nachbar kann irgendwas ganz Wildes sein. Wenn ich zum Beispiel hier den Nachbarn checke, dann bin ich ganz woanders. Ja? Also ich kann jetzt nur die Nachbarn im Bildraum mir angucken. Aber damit kann ich einen Haufen lustiger Sachen machen. Ich kann auch diese Bilder über mehrere Frames aufheben. Zum Beispiel sowas wie Motion Blur damit machen. So. Ja? Ich kann diese Bilder auch generell runtersamplen und habe dann eine niedrige Auflösung. Kann dann sowas wie Blooming, also Highlights und sowas machen. Ja? Oder zum Beispiel dickere Silhouetten machen, diese Art und Weise.
Ja, also das sind so, man kann einen Haufen Dinge auch mehr machen, nicht nur Performance gewinnen. Ja, genau, Deferred bezieht sich auch, eigentlich müsste man es eher sowas wie Deferred Lighting nennen, wenn man jetzt eine Beleuchtungsberechnung macht. Ja, aber Deferred Trading ist auch okay, wenn man halt andere Operationen macht. Ne? Was, wenn einfach der umgekehrte Painters-Algorithmus angeht, dann ist Kadermann Dev Test doch alle nicht sichtbar von mir. Ja gut, der Dev Test ist gerade, ach so, du meinst, dann ist gerade der alle und schreibt die nie rein. Ja, ist richtig so. Also wenn du quasi von vorne nach hinten renderst und würdest einen Dev Test anmachen, dann würde er dir nur die sichtbaren Fragmente zeigen, alle anderen wegklicken. Ja. Allerdings, nichtsdestotrotz würde er die vorher berechnen. Mit allem Drum und Dran und ganz am Ende entscheiden, oh, super, jetzt schmeißen wir es weg. Außer das System kann sowas, was sich Early Z nennt, da kann man wenigstens die Fragmentberechnung sparen. Aber wollen wir es mal nicht zu so kompliziert machen. Ja, also, wenn du den Z-Test, wenn der Z-Wert im Fragment-Shader nicht anpasst, dann machen heutige Grafikkarten, heutige auch alles so, was nicht älter ist als 20 Jahre, machen zuerst den Z-Test, weil sie wissen, der Z-Wert kann sich nicht ändern. Und wenn der gut geht, dann berechnen sie nur, führen sie die Shader-Berechnung durch. Das nennt man Early Z. So. Okay, jetzt versuchen wir das mal umzusetzen. Und wir haben dafür noch 10 Minuten Zeit. Das wird nicht ganz reichen. Ich mache mal kurz das Cell Shading, schmeiße ich wieder raus. Du hast dir gemerkt, wer war denn eigentlich Treukirsche? Ja, ich kann es aber auch hinterher noch committen. Jetzt kicken wir es erstmal raus, einfach. Um hier den Code ein bisschen zu vereinfachen. Die Combine Color, lassen wir die Dings mal wieder drin, damit es ein bisschen spannender aussieht. Und im Prinzip brauche ich jetzt sowas. Wo habe ich es denn hier? Recycling Color. Das klingt schon okay. Ich kann das auch noch committen hinterher als eine andere Version. So, müsste eigentlich klappen. Genau, okay. Jetzt haben wir das Cell Shading wieder gemacht. Also schon zwei Zeilen Code. Ah, sind es genau. So, was müssen wir jetzt also machen? Ja, klar, ich packe es ja immer alles auf YouTube, früher oder später. So, jetzt also Deferred Shading. Hey, wir fangen an mit Deferred Shading. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür zwei Paths. Wir brauchen Offscreen Render-Texturen, wir brauchen mehr als einen Output und wir brauchen noch ein paar Shader zusätzlich. Ja, so. Und das machen wir jetzt. Das heißt, wir brauchen erstmal auch einen zusätzlichen Krempel. Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Shader für den zweiten Pass. So, wir brauchen Geometrie für den zweiten Pass. Wie kriegen wir das nämlich hin, dass wir das ganze Bild machen? Wir rendern einfach ein Viereck, was einfach den ganzen Bildschirm füllt. Theoretisch tut es auch ein Dreieck übrigens, ja. Also ein Viereck sind ja zwei Dreiecke. Man kann auch ein Viereck überdecken durch ein großes Dreieck. Ja? Ich halte es aber einfach, weil sonst müsste ich euch dann noch die Koordinatenberechnung und so durchgehen. Ist jetzt nicht fürchterlich schlimm, aber das Dreieck muss genau doppelt so breit und doppelt so hoch sein. Aber wir machen es mal einfach. Machen es einfach mit zwei Dreiecken. Performancemäßig kommt es sowieso auch selber raus. Das heißt, wir brauchen ein Vertex Array, wir brauchen einen Positionsbuffer, das reicht. Texturkoordinaten brauchen wir nicht. Die Anzahl von Vertices wissen wir. Bei zwei Dreiecken ist das 6. Okay, das sollte reichen. Dafür, ich nenne es mal Deferred Post Buffer. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen mehrere Texturen, in die wir hinterher reinschreiben. Ich nehme der Einfachheit halber jetzt mal drei für Position, Normale und Farbe. Ja. So, das nennen wir jetzt einfach mal Deferred Texture. 0, 1, 2, 3 nenne ich die jetzt einfach mal. 0, 1, 2 übrigens. 0, 1, 2, 3 wären irgendwie auffallend 4. So. Das ist so das, was wir an Datenstrukturen unmittelbar brauchen.
Wir brauchen aber noch ein bisschen mehr. Wir müssen ja noch irgendwie sagen können, okay, diese Texturen da unten, die sollen an Render-Buffer, also die sollen ja die wollen wir reinschreiben. Und dazu brauchen wir einen Frame-Buffer, ja, also ein sogenanntes Frame-Buffer-Object. Das haben wir aber auch schon mal gekapselt in GL-Frame-Buffer. Buffer. Und wenn ich das inkludiere, dann findet das auch. Die anderen muss ich übrigens nicht inkluden, weil die alle in der GL-App drin stecken. Können wir aber trotzdem einfach machen, der Vollständigkeit halber. Program, was haben wir noch benutzt? GL Texture 2D, GL Array und wie heißt das auch nochmal? GL Buffer, glaube ich, ne? GL Buffer, die haben wir alle verwendet. So, das ist unser. Was ist der Frame Buffer? Der Frame Buffer, Moment, ich gebe dem gerade noch einen Namen. So, ein Frame Buffer, den braucht man dafür, um. Das ist quasi die Datenstruktur, in die man hinterher reinschreibt. Die braucht noch Speicherbereiche und das sind die einzelnen Texturen. Also, wir erzeugen dahinter den Frame Buffer und sagen diesem Frame Buffer, okay, bitte diese drei Texturen benutzen, um da reinzuschreiben. Und dennoch brauchen wir noch so ein Frame Buffer. So, und dann brauchen wir noch einen Index Buffer, dann. Denn unser Array, unser Quadrilateral wird hinterher aus Indizes und Vertices bestehen. Deferred Index Buffer. So, jetzt denke ich mal kurz nach und wir haben unseren Shader und ich nenne das mal kurz auf, weil es mich selbst kirre macht. Das war eine doofe Idee, das Shader zu nennen. Ich nenne es einfach Program. Das ist einfach konzeptionell näher am OpenGL, zumal das Ding auch so heißt. Toros Program. Theoretisch kann ich auch das Refactor-Feature mal benutzen, aber das geht auch mit Rename hier. Das kommt bisher nur einmal vor. So, macht halt erheblich mehr Sinn. Gut, so, also wir haben dieses Programm, wir haben das Array. Okay, jetzt fangen wir an, den Kram zu füllen. Ja. Erstmal einen Konstruktor. So, da können wir relativ viel hier rausklauen. Also erstmal müssen wir den Datentypen wegmachen. Das Programm, das laden wir hinterher auch wieder aus Embedded Strings. Also Create Vertex Shader String. Ich nenne das mal Deferred. Vertex Shader String und den Deferred Fragment Shader String. Das ist natürlich zwei andere Shader. So, dann haben wir das. Dann haben wir das Array. Das Array hat einen Konstruktor, einen Standardkonstruktor ohne Parameter. Das brauchen wir also hier nicht zu erwähnen. Das hier sind aber Array Buffer. Beziehungsweise nennt sich das sind. Das ist ein Array Buffer und das andere ist ein Array Element Buffer. Manchmal haben die sich echt lustige Namen ausgedacht. Von der Deferred Buffer, das ist ein Frame Buffer, der hat, soweit ich weiß, auch einen Standardkonstruktor. Und die Texture, da brauchen wir noch die Sampling Modes, die wollen wir mit der Linear samplen. Also eigentlich nehmen wir mal die Point Sample. Brauchen wir erstmal nicht. Da brauchen wir nicht keine lineare Interpolation. Genau, mit da rein. Wer auch gleich sehen, da, wenn ich da heute noch zu komme. Beziehungsweise heute, nee, doch heute komme ich auf jeden Fall dazu. So. Schauen wir mal, ob das jetzt so durchläuft, ob ich jetzt alle Konstruktoren, die keine Standardkonstruktoren haben, so, da jammert er jetzt über irgendwelche Kommata. Achso, klar, die kennt er noch nicht. Das sind zwei Strings. So. Das könnte ich jetzt eigentlich direkt in kurz machen. Ne?
Was ist nochmal? Ja, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Er seltsame, sehr seltsame, seltsame Syntax. Und dann Klammer auf. Okay. Gut. Mach's mal so. Das mag er nicht. Achso, doch, da war nur wieder ein bisschen langsam. Also, das ist der Default Vertex Shader und das ist der Default Fragment Shader. Dasselbe. Und so und weg. So, nicht, dass die wirklich sinnvoll sind, aber dem Syntax schon mal Genüge getan. Gut, jetzt müssen wir die noch mit Leben füllen. Fangen wir mal kurz mit dem Vertex Shader schon mal an. Da pipen wir hinter lediglich Positionen rein. Das heißt, ich greife mir das mal. Okay, ich greife mir das mal einzeln. Vielleicht ist das doch keine so gute Idee, das ausgerechnet jetzt zu ändern. Na egal. So, Version brauchen wir, dann stecken wir nur eine Position rein. Transformation brauchen wir keine. Im Prinzip können wir uns den ganzen Location-Kram hier sparen. So. Also, wir bekommen einfach nur eine Position rein, sonst nichts. Und unser Hauptprogramm wird auch ziemlich überschaubar. So, das Einzige, was wir machen, ist, wir schreiben das einfach so raus, wie es ist. Ups, wir wollen nichts transformieren. Gucken wir mal. Das ist die dazu passende Klammer zu. So, das ist ein relativ einfacher Vertex-Shader, der erwartet jetzt, dass die Position schon in View-Koordinaten, also schon in projizierten Koordinaten ist und schreibt die dann einfach so raus. Mehr brauchen wir an der Stelle auch nicht. So, dann kommt unser Fragment-Shader. Der ist wieder Version 4.1. So, der bekommt auch relativ wenig als Input, nämlich gar nichts, um genau zu sein. Das heißt, wir haben hier ein Main. Das ist also der für den zweiten Pass. Also wir gehen jetzt davon aus, wir haben diese einzelnen Bilder schon generiert. Der schreibt auch eine Farbe raus. Und der Einfachheit halber, den passe ich hinterher noch an. Machen wir es erstmal so, dass es syntaktisch korrekt ist. Der schreibt einfach mal rot raus. Ja, so. Wir nehmen immer gerne alles. Wenn ich was lerne, wenn ich was dazu lerne, dann benutze ich das auch gerne. So, okay. So, soweit so gut. Jetzt müssen wir hier unseren eigentlichen Fragment-Shader natürlich anpassen. Ne? Der soll ja jetzt nicht mehr diesen ganzen Beleuchtungsberechnungskram machen, sondern der soll ja einfach nur die Zwischenergebnisse rausschreiben. Also sprich die Farbe, die normale und die Position. So, also haben wir jetzt mehrere Outputs. Ja, hier lasse ich es jetzt erstmal noch so drin. So, hier müssen wir jetzt mit diesem Layout-Gedönse anfangen. Wir müssen irgendwie dem System klar machen, dass es sich um verschiedene Outputs handelt. Also wir müssen sagen, okay, und die Syntax, die fand ich schon immer fies irgendwie. Das heißt, wir sagen jetzt, wir haben insgesamt drei Ausgaben. Das eine nennen wir Color. Da reichen uns eigentlich drei Komponenten. Wir haben sowieso Alpha immer eins. Wir haben Color, verwende ich das schon woanders, nehmen wir es im Out-Color. Out-Color, wir haben eine Out-Pos und wir haben eine Out-Normal und ja, die Reihenfolge ist egal. So. Und jetzt müssen wir halt eben sagen, okay, in den ersten Buffer soll die Color rein, in den zweiten die Position und den dritten die Normal. Also müssen wir hier sagen, Location gleich 0, ersten. Das andere ist Location gleich 1 und das Location gleich 2. Theoretisch kann man sich das auch sparen, wenn man ein Binding macht von der CPU aus, aber so ist ein bisschen einfacher. Hier oben haben wir das auch schon gemacht bei den Inputs, dann könnte man sich auch einen Haufen Code anderweitig sparen, aber bleiben wir dabei. Sind eh schon 3 Minuten drüber und da wird sicherlich noch eine halbe Stunde dauern. Wird halt so ein bisschen später heute.
Gut, ja, dann können wir uns einen Haufen Berechnung sparen, nämlich die Out-Normal schreiben wir einfach raus. So, zack, Normalize Normal, fertig, ist der Output. Position ist auch einfach. Nämlich die Position. Okay, super, auch erledigt. Und die Farbe ist auch relativ einfach. Das ist nämlich einfach das hier. Weg, weg, fertig. Ne? Was sieht man jetzt hier? Erstmal, wir haben ein paar Sachen nicht gebraucht. Das haben wir nicht gebraucht. Das haben wir benutzt und die anderen Sachen haben wir auch benutzt. Ja? So, wir sehen jetzt hier passiert so gut wie nichts. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck der Sache. Wir wollen ja jetzt für, weil dieser Code, der wird ja hinterher ausgeführt für alle Fragmente, auch die, die wir nicht sehen. Ne? Und da wollen wir, wie gesagt, ja, so wenig wie möglich irgendwie Arbeit machen, um eben, ja, Arbeit zu sparen. Ja? Und deswegen machen wir hier nichts anderes als eigentlich die Werte, die wir reinbekommen, wieder rausschreiben. Also ein bisschen Positionen, normale gehen 1 zu 1 raus und die Texturkoordinaten mit der Farbe zusammengedüdelt gibt dann halt eben die wirkliche Farbe. Gut. So, das wird sich im Wesentlichen eigentlich nicht ändern. Hier wird noch ein bisschen passieren. Hier müssen wir dann halt auf die Texturen zugreifen. Aber jetzt wollen wir erstmal gleich hoffen, dass wir irgendwie schaffen, mal einen roten Bildschirm zu sehen. Dann wissen wir nämlich schon mal, dass das da gerendert wurde. Und dann müssen wir noch einen Shader ausführen. So, also. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen noch ein paar Buffer füllen. Ja, wir müssen insbesondere die Geometrie da irgendwie füllen. Das heißt, wir müssen, das sollte jetzt klappen. Also theoretisch sollte das erstmal laufen, ohne zu crashen. Gucken, ob ich es geschafft habe. Die Shader natürlich nicht. Incompatible Types in Assignment. Okay, da geht irgendwo ein Vec 4 rein und ich schreibe ein Vec 3 raus. Ja, das ist ein Vec 4. Ja. Interessieren uns aber tatsächlich nur die ersten drei Komponenten von der Farbe. Wobei, falsche Stelle, zurück. Das eine Color ist ja schon dreikomponentig, die Texturkoordinate, das, was aus dem Texture-Feld rauskommt, das ist vierkomponentig. So. Kommt eine Sache langsam näher. Okay. Immer noch nicht so wirklich 13. Also jetzt haben wir genau das. Jetzt gucke ich einfach mal auf die Zahl 13. Und da sind jetzt die Returns ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Immer noch die da. Out Color ist ein Vec 4. Color ist ein. Ah, okay. Nee, dann war es doch zuerst richtig. So. Hätte ich mal. Zeile 5. Knallt jetzt und zwar bei wem denn? Bei dem hier, Seite 5. Wahrscheinlich. Es gibt immer noch No Available Impulse Conversion. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es der Vertex oder der Fragment Shader ist oder sagt mir das meine Fehlermeldung. Sollte ich vielleicht irgendwann mal updaten, dass ich das sehen kann. Na, okay, gucken wir mal, was ist in den Zeile 5 von beiden. Ist es denn wenigstens, ich meine, es könnte theoretisch auch der da oben sein. Ich klammer das hier mal aus, wenn wir beide Shader angefasst. Vermutlich ist der zweite, weil da unten kriege ich die Exception, aber ich bin einfach mal kurz sicher. Das geht nicht. Dann haben wir halt beide dasselbe Shader. Gucken wir mal, was soll's. Okay, ne, das knallt auch. Okay, das knallt jetzt an einer Stelle. Klar, die Lightbox können wir jetzt nicht mehr setzen. Aber gut, also definitiv der Shader und jetzt Geopositions in Vec 4. Richtig guter Punkt. 1, 2, 3, 4. Ist eigentlich ein Schnitt. Aber was soll's. Der will gerne Einzel haben, das stimmt. Aber warum hat er dann gesagt, er hat ein Problem an Zeile 5? Okay, aber das war's. Super, danke. Musste ich nicht suchen. Okay. So, jetzt knallt es natürlich an einer anderen Stelle, nämlich an der Stelle kann er das jetzt nicht setzen, weil es diese Variable eben nicht gibt. Also,
nehmen wir das raus. Danach soll es wieder laufen. Nicht so richtig gut, aber so halbwegs. Ja, also in jedem Fall sehen wir jetzt dessen, was im ersten Buffer drin ist. Und das ist eben das ist eben nur die Farbe. Ne? Wir können an der Stelle jetzt auch uns die anderen beiden Buffer mal angucken. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel den Position Buffer zum ersten Buffer machen. Ja, die anderen beiden sind nicht gebunden. Dann sehen wir die Position farbkodiert. Ja. Und wenn wir jetzt den 2, 0, wenn wir jetzt uns den normalen Buffer angucken wollten, dann sehen wir, so sehen die normalen aus. Kurzer Sanity-Check. Die vorderen sind ziemlich blau, die zeigen in Z-Richtung. Die oberen sind immer ziemlich grün, die zeigen nach oben. Und die rechten sind immer ziemlich rot, die zeigen nämlich nach X. Okay, scheint nicht so völlig kaputt zu sein, was ich da gekodelt habe. So, machen wir rückgängig 0, 1, 2. So, jetzt müssen wir irgendwie. Es gibt natürlich einen GL-Error, weil da irgendwie, weil witzigerweise ausgerechnet bei Disable Blend. Naja, egal. Die du nicht mit. Ah, hast recht, deswegen. Stimmt. Weil ich das so schöner finde. Okay, muss ich mir merken, dass das immer geoffsettet ist, weil ich eine Newline habe. So, okay. Jetzt sollten wir mit diesem Buffer was Sinnvolles tun. Wir müssen nämlich erstmal unsere Texturen hier mit Daten füllen. Ja, oder zumindest mal in der Größe anpassen. So, wie groß müssen jetzt diese Texturen sein? Im Prinzip kann ich das machen, wie ich will. Es bietet sich aber an, die so groß zu machen, wie der Bildschirm ist. Ja, oder zumindest ein Vielfaches davon. Die Hälfte, wenn ich es ein bisschen rechnet haben will. Ne? Deswegen packe ich das sinnvollerweise ins Resize. Das wird bei uns immer aufgerufen, auch am Anfang. Einmal. Das heißt, ich mache jetzt hier ein Deferred Texture 0, Set Empty. Den Call haben wir. Der kriegt With Height Component Count. Und da ballern wir jetzt Set Empty. Kann ich das? Ja. Die heißt witzigerweise genauso, ist aber dummerweise ein Int, warum auch immer. Bei GLFW ein Int ist, habe ich noch nie gecheckt, wieso die Größe negativ sein soll, aber sei es drum. So, und wie viele Komponenten soll die haben? Ich glaube, wir haben die jetzt dreikomponentig. Ne? Wir schreiben da hinterher 3D rein, also machen wir es auch dreikomponentig. Da. Davon brauchen wir drei. Machen wir mal Quick and Dirty hier. So, okay, damit haben die schon mal die richtige Größe. Und sobald der Bildschirm resized wird, werden die auch neu aufgebaut, auch jeweils mit der richtigen Größe. Die passen jetzt also schon. So, als nächstes müssen wir dann unseren Frame-Buffer verbinden mit diesen Texturen und müssen diesen Frame-Buffer im richtigen Moment aktivieren. Das heißt, wir müssen jetzt sagen, bevor wir anfangen, hier irgendwas zu machen, na, clear und so weiter und so fort, sagen wir jetzt GL. Nicht GL, wie heißt das Ding? Frame Buffer? Nee, irgendwie Deferred. Deferred Buffer. Bind heißt der Call, glaube ich. Genau, Bind. Oh, da habe ich noch was vergessen. Was wollen wir binden? Wir wollen unsere Texturen binden. 0, 1, 2. So, aber wir brauchen noch einen tiefen Buffer. Also, die brauchen wir noch. Nicht vergessen. Deferred Depth. Denn auch im Deferred Render brauchen wir einen tiefen Buffer. Einer reicht. Sonst können wir nicht das Compositing vernünftig machen. Ne? So, also kommt der auch noch und der ist GL Depth Buffer. Und weil ich das gerne alles, das ist zwar irgendwo anders schon inkludiert, also der Frame Buffer inkludiert ist garantiert, aber ich wollte es ja gerne mal wirklich alles dabei haben, damit man sieht, was alles gebraucht wird. So, Depth Buffer, und auch der muss, der braucht keinen, der hat einen Konstruktor, einen Standardkonstruktor, aber auch der muss geresized werden. Der soll ja auch dieselbe Größe haben. Depth, nochmal ein Buffer, Depth Buffer, wir nehmen noch einen Buffer. Einfach nur, damit diese Zeile noch sinnloser länger wird. So. Und wo ist das Resize? Depth Buffer. Set Size. Das brauchen wir nicht empty setzen. Es macht eben wenig Sinn, was in Depth Buffer reinzuschreiben. Deswegen haben wir dafür einen Konstruktor. So, macht Set Size. So, okay. Jetzt haben wir auch einen Depth Buffer. So.
Nachdem wir fertig sind mit dem Rendern, also wir binden das, dann landet das in den Buffern drin. Nachdem wir fertig sind, müssen wir das wieder rückgängig machen. Also Standard Unit, ich gucke gleich mal. Das heißt irgendwie Unbind oder sowas. Unbind 2D, weil wir das an 2D-Units gebunden haben. So, da habe ich mich vertippt. Da fehlt ein. Ja, danke. So, und jetzt sollte das dazu führen, dass wir nichts mehr sehen. Okay, super. Warum sehen wir nichts mehr? Könnte natürlich tausend Fehlergründe haben, aber meine Hoffnung ist, es funktioniert alles. Es ist lediglich so, dass wir jetzt eben nicht mehr im Bildschirm reinrennen, sondern in den Offscreen-Buffer reinrennen und deswegen nichts mehr sehen. Ja? So, und mich würde mal kurz interessieren, was ich genau tue, dass die, dass er. So, das ist der allererste Call. Das heißt, hier oben haben wir einen GL-Error produziert und vermutlich heißt das nicht Points, das heißt Nearest. Das ist das Problem. Das ist ein ungültiger Identifier. So, weil Blend ist natürlich kein Fehler. So, jetzt haben wir auch keine Fehler mehr. Gut, okay. Weil wir das Licht ausgeschaltet haben. Vielleicht um 0 Uhr, um 0:45 Uhr nicht so die schlechteste Idee, aber bleiben wir mal dabei. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir hier den Buffer gecleared. Und zwar noch eine Kleinigkeit sollten wir beachten. Wir clearen in Blau. Erinnert euch, das Ursprungsbeispiel hatte so einen blauen Hintergrund. So, das Blau will ich aber jetzt nicht unbedingt in meinem Deferred Pass haben, weil ansonsten klärt er mir auch brav meine normale und meine Position und alles mit 001 oder was auch immer blau ist. Deswegen ist das so eine semi-gute Idee. Nee, ist eine schlechte Idee. Wir wollen also die Buffer wirklich schwarz machen. Setzen also die Clear Color vorher auf 0. So, und den, wenn wir fertig sind mit allem, dann clean wir unseren richtigen Screen. Den können wir dann mal wegen blau machen. Ja, so. Auch den wollen wir wieder clearen. Und das Klammer zuspielen wir noch. So, jetzt sollten wir blau sehen. Sehr schön. So, einfach deswegen, weil wir hier blau clearen. Und vorher machen wir irgendeinen Krempel, von dem wir aber nicht sehen. Nicht sehen wir deswegen, weil wir es ja offscreen render. Gut. Theoretisch kann man auch beim Clearen alle Buffer einzeln clearen. Das geht auch. Aber ich mache die jetzt einfach mal alle platt, inklusive des Dev-Buffers hier. Und hier wiederum bräuchten wir den Dev-Buffer einfach eigentlich gar nicht, weil wir ja nur ein Viereck da reinrendern. Aber so richtig, richtig tragisch ist das auch nicht. So, das hier, was die ganze Zeit da dumm rumnervt, das landet jetzt irgendwo da unten. Ja, das heißt, hinterher müssen wir offenbar die Lightpost in ViewSpace in unseren Deferred-Shader reinpumpen, um das alles berechnen zu können. Aber dazu später mehr. So, das heißt, das muss insbesondere in das Deferred Program. Ja, das muss sicherlich hinterher ins Deferred Program. Jetzt müssen wir uns aber erstmal darum kümmern, dass wir überhaupt was haben, was wir rendern können. Also im Prinzip wird sowas Ähnliches stehen wie hier. Das können wir schon mal so grob kopieren. Ja, also das heißt, wir zeichnen. Also wir aktivieren jetzt ein anderes Array, nämlich unser Deferred Array. Ja, das ist einfach unser Viereck. Ja, wir aktivieren unser Deferred Program. Wir brauchen keine. Doch, wir müssen eine Textur setzen. Und zwar nicht nur eine, sondern drei Stück. Nämlich die Textur für die normalen, die Textur für die Position, die Textur für die Farbe. Ja, das heißt, wir müssen in den Deferred Program drei Texturen setzen. Die nennen wir einfach mal Texture. Wie hießen denn die Dinger? Die können wir genauso nennen. Also die Full Text General. Na, ciao. So. Und dem muss man Texture-IDs zuordnen. Ich speichere die mal jetzt in 0, 1 und 2. So. 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 Okay. Das klammere ich aber erstmal noch aus, weil unser Testprogramm noch diese Textur nicht drin hat. Die würden sonst crashen gleich, die brauchen wir aber später. Ich klammer die aber schon mal aus, weil wir ja momentan hier auch nicht auf Texturen zugreifen. Aber das wird dann Klacks da sein. Ich packe es nur schon mal rein. Das heißt, wir brauchen drei Texturen. Wir müssen sechs Vertices rendern aus unserem Deferred Array. So. Anschließend, ganz wichtige Geschichte, müssen wir
diese Texturen wieder anbinden. Denn ansonsten bleiben die gebunden. Das wirkt immer so durch die Art und Weise, wie meine Objekte sind. Also ich sage, okay, binde das bitte in dem Deferred Program an den ID Texture 0. Aber das stimmt ehrlich gesagt nicht so ganz. Der Code augmentiert das so ein bisschen. Aber das Blöde ist, OpenGL ist eine State Machine. Das heißt, das wird nicht nur an das Programm gebunden, sondern es wird einfach an Unit 0 gebunden. Ja. Und Unit 0 ist immer aktiv, insbesondere wird die auch im nächsten Pass aktiv sein, wenn wir jetzt wieder da reinrennen. Und das gibt ganz, ganz üble Geschichten, wenn eine Textur gebunden ist und gleichzeitig man versucht, da reinzurennen. Ja, es ist undefiniertes Verhalten. Also deswegen machen wir ein Unbind, das heißt hier an Set, das heißt, was auch immer an 0 gebunden ist, schmeißen wir raus und 1 und dann 2 auch. Ganz wichtige Geschichte. Ärgerlich vor allen Dingen, weil ich aus jahrelange Erfahrung weiß, das produziert kein OpenGL-Error. Das heißt, das oder manchmal ja, manchmal nein, je nach Treiber. Und da können die lustigsten Sachen passieren. Manchmal funktioniert es tatsächlich. Man kann schreiben und lesen gleichzeitig, kann man coole Sachen mitmachen, aber dann auch wieder nicht. Und dann hängt es davon ab, in welcher Reihenfolge man die Fragmente zeichnet. Und manchmal crasht der Treiber einfach ganz böse. Also, ganz, ganz übel. Ja, also kann ganz üble Sachen passieren. Deswegen nicht vergessen, das zu löschen. So, und das packen wir mal dazu, dann haben wir jetzt hier die ganzen Parameter, also die Lightpost werden wir später brauchen, die Texturen, aktivieren das Array und so weiter. So, wozu sollte das führen? Zu nichts, weil unser Default Array noch nicht mit vernünftigen Daten gefüttert ist. Also wenn wir das jetzt ausführen, crasht es wahrscheinlich. Nö. Okay, also dann hat er ein leeres Array, das scheint bei OpenGL nicht weiter zu stören. Gut, also jetzt müssen wir irgendwo da ganz bei der Initialisierung, wo wir hier unseren sowas da gemacht haben. Also wir haben eine Tessellation aufgebaut und im Prinzip brauchen wir was ganz Ähnliches. Wir nehmen zwei Tessellation und zwar Gen Quad oder sowas. Ähnlich sowas haben wir auch. Viereck. Rectangle. Dauert nicht mehr lange. So, da beschwert sich gerade jemand, dass ich überziehe. So, wo soll unser Viereck sein? Das soll im Nullpunkt liegen und das soll das soll 2x2 groß sein. Warum? Weil der projizierte Raum geht von minus 1 bis 1. Das heißt, wenn ich jetzt ein Viereck baue, was von minus 1 bis 1 geht, was also in der Mitte ist und eine Größe von 2 hat, das geht von minus 1 bis 1, ja, dann decke ich genau den ganzen Bildschirm ab. Und das brauche ich nicht mehr transformieren, weil wenn die Koordinaten zwischen minus 1 und 1 sind, die Z-Koordinate spielt keine Rolle, dann deckt das genau den Bildschirm ab. Okay, so, also das nennen wir sinnvollerweise nicht Torus, weil Torus haben wir oben schon, wir nennen es dann, nennen wir es mal Full Screen Quad. So, dann haben wir hier auch keine Probleme mehr. Gucken, ob die Klammern passen. Sieht gut aus. So, dieses Fullscreen Quad besteht aus Vertices. Die normalen interessieren uns nicht. Es besteht aus Indizes. Und das müssen in die richtigen Buffer rein. Das ist der Deferred Index Buffer. Da gehen die Indizes rein. Und dann gibt es noch den Deferred Post Buffer. Warum habe ich das hier in der Reihenfolge? Nicht, dass es eine Rolle spielen würde, aber meistens packe ich den Postbuffer davor. Habe ich da oben auch so gemacht. Finde ich über. Finde ich schöner. Die Indizes will ich immer als letztes haben. Das ist sowieso so eine esoterische Sache. Das hier auch. Kriegen wir keine Warning. So, also. Postbuffer. Postbuffer wird in Fullscreen Quad gefüllt. Super. Dann kommt das Array und das sollten wir, wenn wir mehrere Arrays machen, unbedingt vorher binden. Auch so ein beliebter Fehler, das SetData soll sich auf das Array beziehen. Hier ist das egal, weil es nur ein Array gibt, aber machen wir es der Konsistenz mal richtig. Also eigentlich immer bitte das Array binden, so sind die Klassen gebaut. Wie gesagt, ein bisschen unschön, aber ist leider eine State Machine. Das ist halt das Ärgerliche an OpenGL. Das ist objektorientiert nur so bedingt kompatibel. Und das heißt wahrscheinlich Deferred Array. Guck jetzt nicht nach, das tippe ich einfach mal. Deferred Array, so.
Und das können wir natürlich erst hinterher machen. So, und jetzt verbinden wir bei dem Deferred Array den Deferred POS Buffer im Deferred Program. Genau. Deferred Program mit VPOS passt. So, jetzt steht da was Sinnvolles hoffentlich drin. Und es ist allerdings immer noch nicht rot. Okay, da ist noch, da habe ich noch irgendwas vergessen. Gucken wir mal, was noch so alles schiefgelaufen sein könnte. Wir clearen das. Oh, ich hätte jetzt erwartet, dass das Ergebnis rot ist. Vertices, Postbuffer, Indexbuffer. Oh, ja. Die Zeile fehlt natürlich. Wir sollten vielleicht auch noch sagen, dass wir die Indizes gerne benutzen möchten. Dass sie auch im Array drin vorkommen sollen. So, das war schon mal ein guter Start. Komm, jetzt gib mir einen roten Bildschirm. Nah dran, aber noch nicht perfekt. Nee, eigentlich gar nicht. So, mal gucken, was fehlt jetzt noch. Mal kurz einen Breakpoint da rein, schauen, ob wir irgendwas Sinnvolles gebaut haben. Also Fullscreen Quad beinhaltet Vertices, eine Koordinate minus 1, minus 1, 0, 1, 0, passt. Hat Indizes, die sind irgendwie sowas wie 0, 1, 2, 0, 2, 3. Ja, passt auch. Okay, die sind in Ordnung. Mal schauen, was können wir noch? Was könnten wir noch falsch gemacht haben? POS. POS ist auch okay. Benutzen wir auch den richtigen Shader. Triangles 6 bestehend aus 6 Vertices, das ist auch mal doof. Also 2 Triangles, warum? Aber egal. Bestehend aus 6 Vertices passt. Unsigned int ist draw elements, ist auch okay. Deferred Program bind, Deferred Program enable. Wir clearen auch, das sieht gut aus. Irgendwas, irgendeine Kleinigkeit noch vergessen. Das ist immer das Tolle an Object. Aber was ist jetzt genau das Problem? Der Bind Frame Buffer fehlt? Nö, nö. Das ist ja auch. Ich brauche den. Also das Unbind, das bin ich wieder in normalen zurück. Das sehen wir ja auch, dass ich das auf den. Also das, was ich hier rausschreibe, also wenn ich jetzt zum Beispiel da das reinschreibe, dann funktioniert das ja auch. Also das heißt, das ist. Ne, dann schreibt jetzt grau raus. Also wir sehen auf jeden Fall das, was hier passiert, sehen wir. Also wir machen ein Array Bind. Dann aktivieren wir unser Programm. Das ist eine gute Idee, das zu tun. Dann sagen wir Draw Elements. Wir kriegen da auch keinen Fehler. Dann machen wir brav ein Unset. Das ist natürlich im Moment ein bisschen sketchy, weil wir die nicht setzen. Schadet aber nicht. Aber ich klammer es trotzdem mal aus. Die Tiefe ist 0, das ist auch okay. Was könnte noch nicht anders sein? Den Viewport brauchen wir nicht zu ändern. Gucken, dann lade ich auch die richtigen Sch Shader. Ja, tun wir. Disable das mal. Vielleicht gucken wir wieder von hinten drauf, aber nicht, dass ich wüsste. Das ist, glaube ich, richtig. Disable Calface. Das ist nämlich auch so ein beliebter Fehler, dass meine Winding Order nicht stimmt. Nee, das ist nicht das Problem.
Oder nicht das einzige, ist mal toll, wenn man zwei Probleme hat. Defang less, im Prinzip brauchen wir keinen Dev-Test, aber der sollte auch nicht schaden. Machen wir es auch mal sicherheitshalber aus. GL disable, GL Step-Test. Stellen wir sicher, dass der uns kein Strich durch die Rechnung macht. Nee, das ist aber auch nicht. Das ist irgendwas ganz anderes Dummes. Finden wir das hier richtig? Mal da. Deferred Post Buffer, Deferred Program, Connect Vertex Attribute, Connect Index Buffer, Deferred Index Buffer, das ist auch okay. Set Data. Auch okay. Das sind die Vertices, die schreiben wir in den Postbuffer. Deferred Buffer Bind, ja, das wird aufgerufen. Deferred Array. Welchen Deferred Buffer willst du binden? Die müssen ja nicht gebunden werden. Das ist ja das Tolle, das ist der Sinn und Zweck von Arrays, dass wir halt die Arrays binden und dass durch das Binden des Arrays die ganzen Daten gesetzt werden. Ja, das ist, also der wird ja offenkundig, das kann es nicht sein. Sonst würde ich ja, der Deferred Buffer, der wird zwar gebunden, also wird hier, das ist ja der erste, aber von dem sollte man noch gar nicht sehen, von dem ersten Call. Aber der zweite Call wird ja ausgeführt, sonst würden wir das clearen, sonst würden wir nicht blau sehen. Wir clearen, wir rendern definitiv on screen. Wir rendern einfach nur nichts. So, mal gucken, habe ich hier, vielleicht habe ich irgendwie im Shader noch Unsinn gemacht. Gucken wir mal. GL Position gucken. Raus, aber ich auch kein Fehler. Schauen wir mal weiß raus. Völlig egal. Hier irgendwas vergessen? Vielleicht ist es keine gute Idee, diese einfach nur mal schauen, was kommt da eigentlich in den Strings an. Das ist jetzt auch zufällig auch das erste Mal, dass ich die benutze. Die sehen aber auch sehr gut aus. Sonst würde ja auch der Compiler streichen, wenn da irgendein Fehler drin wäre. Ne, das ist nicht. Also eine Kleinigkeit, das ist irgendein dummer State nicht gesetzt oder so. Sind die richtig? Der Postbuffer ist ein Element Array Buffer. Ist richtig? Nein, das ist nicht richtig. Bin auch falsch rum hier. So. Lang leben die IDs. Tada! Ja, okay, das war's. Also wir haben das eine als Indizes markiert und das andere nicht. Okay. Gut, also wir sehen rot. Also nein, wir sehen noch nicht rot, wir sehen weiß, aber es liegt nur da. Okay. Also das ist mal das Schöne an OpenGL, warum da keine Exception jetzt geschmissen hat. Naja, egal. So, jetzt sehen wir rot. So, jetzt müssen wir einfach nur noch uns die Texturen holen. So, wie Texturen aussehen, das wissen wir schon. Das sind die Dinger hier. Das heißt, wir brauchen jetzt drei Texturen. So, war gar nicht so schwer. Drei Texturen, wie haben wir beschlossen, die zu nennen? Irgendwie Texture 0, Texture 1, Texture 2 oder sowas ähnliches. Na, jetzt können wir auch das hier aktivieren. So, gleich. So. Texture 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2. So, und die. Davon, die benutzen wir jetzt mal irgendwie, die müssen wir dummerweise alle zusammen benutzen. Oder fangen wir mal bei der ersten an, ja, dem ich hier der Code-Optimierung. Gucken wir uns erstmal die erste an. Müssen wir das ja unbedingt rausschmeißen.
Das können wir rausschmeißen, wenn wir wollen. So, jetzt aktivieren wir den ersten Path, damit da auch was drin landet. Gucken wir uns einfach mal nur die erste an. So, jetzt haben wir hier ein lustiges Problem. Ich habe das jetzt so geschrieben, dass keine Texturkoordinaten sind. Das heißt, wenn ich jetzt den Call hier übernehmen würde, so, und würde jetzt den Inhalt von dem ersten Render-Path rausschreiben, Default Texture 0, Text Chords. So, was sollen jetzt unsere Texturkoordinaten sein? Ja, eventuell wollen wir hinterher auch tatsächlich Texturkoordinaten berechnen, aber jetzt lernen wir erstmal eine neue Funktion kennen. 104, meine Güte. Und zwar gibt es neben dem Befehl Texture, gibt es auch noch einen Befehl TexelFetch. TexelFetch. Ja, ist ein zweiter Befehl. Und der heißt, der sagt, gib mir bitte aus der Textur einfach den Wert anstelle XY. Also der versucht dann auch gar kein Sampling zu machen. Witzigerweise steckt man einen Sampler da rein. Da zerbröselt dann so ein bisschen der Syntax. Aber TexelFetch sagt einfach, gib mir die Koordinaten an irgendeiner, an einer bestimmten Stelle. So. Das heißt, ich muss jetzt hier einen Integer-Vektor reinstecken, weil das ist wirklich Pixel 7, 18 bei 0, 0 angefangen. Ja, das heißt, ich brauche einen Evec 2, ja, einen zweidimensionalen Integer-Vektor. Und ich muss auch noch das Level angeben, welches Qualitätslevel, welches Dot-Level wir haben wollen. Wir haben im Moment keine Level, also müssen wir 0 angeben. So, und jetzt ist nur noch die Frage, was sind denn eigentlich unsere Integer-Koordinaten? Denn irgendwie brauchen wir immer noch Texture-Koordinaten hier. So, da gibt es freundlicherweise eine sogenannte GL-Frag-Chord. Record. Und das sind die Koordinaten, also da stehen die Koordinaten drin, inklusive der Tiefe, die uns jetzt nicht interessiert. Also nehmen wir davon nur die X- und Y-Koordinaten raus. Das heißt, das ist in Integer unsere Bildschirmposition. Ja, das ist Pixel 25, 18. Aber als Floating Point, deswegen müssen wir das noch casten. Also das ist zwar ein Integer, ist aber vom Typ her ein Floating Point. Das liegt daran, weil man eventuell Subpixel Precision haben will. Und dann gibt es halt eben Pixel 1,8. Ja, deswegen ist das ein Float. So, gucken wir mal, ob das jetzt durchläuft. Tada! Da sehen wir jetzt den Inhalt unseres ersten Buffers. Ja, und jetzt machen wir das direkt mal. Den geben wir doch einfach Namen. Das ist weg 4 Color. Ja, das war ja das, was wir da oben rausgeschrieben haben. So, dasselbe können wir jetzt machen mit wollen wir jetzt schreiben bei den zweiten rein, die Position. Pos. Und dritten haben wir logischerweise die Normal reingeschrieben. Normal. Und eigentlich interessieren das alles nur drei komponentige Daten. Warum konnte ich das vierkomponentiges rausnehmen? Das wird immer aufgefüllt. Aber mich interessieren nur die ersten drei Einträge. So, von Texture 1 und Texture 2 hier. Jetzt können wir das hier auch aktivieren. So, jetzt müssen wir irgendwas damit machen, sonst schmeißen wir den Optimizer wieder raus. Das heißt, wir schreiben das jetzt einfach mal in Fragcode. Gucken wir uns jetzt im Einzelnen an. Fragcode gleich. Color haben wir uns gerade schon angeguckt. POS. Und ich addiere die jetzt einfach mal zusammen. Ja, dummerweise müssen die ja mal vorkommen im Code. Und dann machen wir mal ein paar davon kaputt. Also machen wir mal die Position und die Farbe kaputt. Gucken wir uns mal nur die normale an. Das Ganze muss jetzt aber vierkomponentig sein. Das heißt, wir müssen irgendwo noch eine Alpha-Komponente herzaubern. Ja, machen wir das mal so. Da sollten wir jetzt eine normale sehen. Sieht gut aus. Ne? Man beachte, das ist jetzt ein flaches Objekt. Also das, was wir hier sehen, ist ein flaches Objekt, auf dem das Bild von der 3D-Szene gebaut wird. Ja, irgendwie klingt ihm erstmal ziemlich Panne, aber ist so. Sollte auch brav resizen, wenn man das Fenster größer macht, baut er im Hintergrund diese ganzen Ressourcen alle neu und wir sehen jetzt immer noch das flache Bild. Ja, aber da eben, also wir sehen jetzt quasi ein Bild vom Abbild und so weiter. Ne? So, und jetzt können wir an der Stelle eigentlich anfangen, die Originalberechnung wieder durchzuführen. Das heißt, wir brauchen dazu jetzt das Letzte, was ich ausgeklammert habe, nämlich die diese Lightpos View Space. Das war ein Vec 4 oder Vec 3. Das war offenkundig ein Vec 3. So, das heißt, vielleicht hätte ich es nicht löschen sollen. Uniform Lightpos View Space von Vec 3. So, das kommt ja, kam von draußen rein. So, das multipliziere ich einfach mal dazu. Okay, ja, funktioniert.
das auf unseren Leitpost. So, was machen wir jetzt? Jetzt rechnen wir eben wieder das aus, was wir vorher hatten. Das heißt, wir machen jetzt wieder die Leitpost in ViewSpace minus die Position. Das war ja unser Vektor von vorher. Ja, können wir uns auch einfach holen. Ach, nein. Wo zum Henker ist mein Terminal? Ach, das ist da unten. Hätte ich auch mal aufmachen können. Das können wir uns doch hier einfach rauskopieren. So, bevor ich das geändert habe, sah das mal so aus. Da. Wo ist denn unser? So. Okay, also der Code sah etwa so aus, ne? Der hat die normalisierte Lichtrichtung gemacht. Das war unser Leitpost in ViewSpace minus Position. Der Code ist auch weiterhin gültig, ja, weil unsere Variable heißt ja Position. Dann habe ich die Combined Color berechnet. Das können wir uns jetzt schenken, weil die Combined Color haben wir schon. Das heißt, wir können das theoretisch auch Combined Color nennen. Dann passt das wieder zu dem Code. So, dann haben wir als nächstes Light berechnet als Clamp von Normalized Light Dir. Die Normalized Light Dir, die haben wir da gerade berechnet, und den normalen, die haben wir da. Plus irgendwie so ein Gedönse. Unser Track Color war dann einfach Combine Color. Blub, 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 passt. So. Oder auch nicht. Okay, irgendwo ist noch was. Irgendwo ist noch ein kleiner Fehler. Normalized Light Dir. Normal passt. Worüber jammert denn? Deswegen, ach so, ja, wir haben jetzt in dem Combine Color keine Alpha-Komponente. Schreiben wir erstmal eins raus. Sieht ein bisschen düsterer aus als vorher. Genau. Warum sieht das düsterer aus als vorher? Weil ich eine Sache vergessen habe, nämlich diese Texturen, ja, die sind jetzt momentan 8-Bit. Rot, Grün, Blau, 8-Bit, das und Normalize, das heißt zwischen 0 und 1. Das ist natürlich ein bisschen doof für negative Normalen, ja, die so irgendwie Minuskomponenten haben. So, das heißt, wir müssen den Datentyp noch ändern. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das hier drin. Das ist ein Parameter, den ich bisher nicht benutzt habe. Ich glaube, der letzte Parameter davon ist der Datentyp. Und da wollen wir zumindest mal ein H-Float haben, also 16-Bit-Float oder so ein ähnliches Dokument. Local, was ist das denn? Das ist eine Util, eine GL Texture 2D Header File Rechner. So, und zwar genau GL Data Type Byte, und das kommt direkt nach Component Count. GL Data Type. Danke fürs nicht. Heißt das wirklich Half? Ich dachte mal, es hieß Half Float. Gucken, wo ist denn GL Data Type? Woher kommt das denn? Aus dem GLN. Definition ist nicht so richtig gut. Ja, hopp, hopp. Wir können es auch direkt Float machen. Was soll's? Was soll der Geist? Ja, aber direkt 32-Bit Precision. Super. So. Den müssen wir nicht ändern. Und schon. Sieht so aus wie vorher. Bis auf den Hintergrund. Der ist jetzt schwarz. Warum ist der schwarz? Warum ist er nicht blau? Wir klären doch blau. Ja, wir klären blau und anschließend backen wir wunderschön unser schwarzes Bild darüber. Das ist natürlich nicht so clever, weil wir wollen ja den Hintergrund durchscheinen lassen. Wie fixen wir das? Ja, wir müssen dann doch vierkomponentig sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mache die anderen sicherheitshalber auch vierkomponentig. Ich glaube, ich habe den. Oder kann er auch verschiedene Komponenten? Probieren wir es aus. So, wie können wir das am einfachsten machen? Wir machen einen von den vier Komponenten und hauen, knallen eine Alpha-Komponente rein. Und dann wissen wir, und dann blenden wir es einfach. So, das heißt, wir ändern das mal. Ob das geht, bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, die müssen alle gleich sein. Werden wir gleich sehen. Incompatible Types in Assignment. Achso, okay, klar, der Code passt jetzt nicht. Und zwar schreiben wir hier mal 1 raus. Warum? Könnte man sagen, naja, schreiben wir sowieso mal eine 1 raus. Ja, wir schreiben jetzt aber nur da eine 1 raus, wo was ist. So ein Color. Mach's in Pause.
Finde ich irgendwie schöner. Aber wir können es auch Color machen. Klar, macht ja Sinn. Vielleicht wollen wir hinterher transparente Objekte machen. Naja, würde nicht so ganz funktionieren, wegen Blending und so weiter. Aber ich glaube, es ist auch ein Post. Damit da nicht das Gefühl aufkommt, man könnte damit was anfangen. So, da müssen wir mal gucken, dass auch der wirklich der Postbuffer vierkomponentig ist. Post, 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 Post. Das war der zweite, ne? So, und gucken wir, ob das jetzt durchläuft. Zumindest keine groben Fehler. Gut, dann müssen wir jetzt einfach nur noch das Ergebnis, das hat jetzt ja Nullen und Einsen im Dings, das müssen wir jetzt einfach nur noch verblenden mit dem Ergebnis, mit dem Buffer darunter. Das heißt, wir müssen hier Blending enablen. Disable Blend ist immer noch gut für den ersten Pass, da wollen wir nicht blenden. Machen wir das zweimal. Jetzt machen wir das im Renderer. Was hier oben. So, also hier für den zweiten Pass sagen wir GL Enable Blend. Enable Blend und wir haben garantiert die falschen Parameter. GL Blend Funk, das ist immer wieder lustig. Das ist GL, boah, GL auf Alpha. Ich kann mir nie merken, welcher für Source und welcher für Destination ist. Probieren wir mal, wenn wir sofort sehen, ob es falsch ist. Achso, da müssen wir sogar GL1 minus. Ach. Irgendwann haben wir es schon mal benutzt. Ist mir jetzt zu spät, um die alle durchzuprobieren. Wir wollen jetzt einfach einen Over-Operator haben. Jo, das sieht gut aus. Und habe ich es richtig gemacht? Oh, ich hätte es richtig gemacht. Ich bin einfach nur. Ah, ne, da hätte ich Destination reingeschrieben. So, Blendfunk Add. Und das müssen wir natürlich nur ein einziges Mal machen. Die fassen wir ja nie an. So. Erstaunlicherweise ist unser Hintergrund aber jetzt noch nicht richtig durchsichtig geworden. Mal gucken, das hätte ich jetzt schon erwartet. GL Blend, Clear Color. Wahrscheinlich, weil das eben nicht funktioniert. Ah, nee, Moment. Quatsch. Im Shader noch benutzen. Guter Punkt, danke. Sollten wir vielleicht auch wirklich verwenden. Combine Color A. Und geht immer noch nicht. Oh, bei den richtigen nehmen. Combine Color hole ich jetzt aus Texture 0. Post. Danke. Ja, korrekt. Ganz richtig. Hätte es doch in Farbe reinschreiben sollen. So, und dann gibt es ein anderes Problem, das ist jetzt ein Syntaxfehler. Post, Alpha, Post, Post. Achso, jetzt knallt es natürlich an den anderen Stellen, wo wir Post benutzen. Sprich, genau an dieser einen hier. Hey, und jetzt haben wir wieder das Ganze im Hintergrund verblendet. So, in Anbetracht der Tatsache, dass es gerade 1:17 ist, werde ich euch jetzt heute nicht mehr erklären, was man für coole Sachen damit machen kann. Aber wir haben es immerhin schon mal geschafft, dass wir jetzt quasi dasselbe Bild wieder wie vorher haben. Ja? Wenn klar ist, wie gesagt, wenn jetzt eben die Beleuchtungsberechnung komplex wäre, dann würde die nur noch hier drin stehen. Tut sie ja auch. Und nicht mehr da. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas Flippiges machen, das heißt, wie gesagt, mit 1000 Lichtquellen machen, dann machen wir das hier und jetzt nicht mehr da oben. Und das ist eventuell ein wichtiger Unterschied. Ne? Das ist natürlich das ein, das sind zwei Dreiecke. Man geht halt eben einfach super schnell. Besten Dank. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich noch, den FIC 20 zu kaufen für meinen Retro-Stream, der dann auch vielleicht in ein paar Wochen mal startet. Oder im Deutschen, wegen der etwas unschönen Aussprache. Den Volkscomputer 20. Ja, vielen Dank.
Dafür habe ich extra, das habe ich für dich implementiert, Cell Shading. Okay, also wir haben jedenfalls das schon mal erreicht. Ich gebe euch einen kleinen Pointer, wofür man das zum Beispiel gebrauchen kann. Also das Deferred Shading. Also wir machen dann beim nächsten Mal auch wirklich was damit. Ja, zum Beispiel könnte ich mir jetzt die Nachbarn angucken, aber ich kann auch andere nette Sachen machen. Ich kann nämlich hier noch sagen, ich kann mir diese Texturen nehmen. Ja, brauchen wir sie denn? Zum Beispiel die Deferred Texture 0. Und kann jetzt sagen, generate Mipmap. Das mache ich mit allen dreimal spaßhalber. So, was ist eine Mipmap? Eine Mipmap bedeutet, und das läuft freundlicherweise beschleunigt auf der Grafikkarte direkt ab. Das heißt, ich sage jetzt der Grafikkarte von diesen Texturen, baue mir bitte sämtliche Auflösungsstufen. Also die Texturen in voller Auflösung, in halber, in Viertel, in Achtel und so weiter. Und das kann ziemlich praktisch sein für verschiedenste Effekte, weil ich da nämlich jetzt im Shader so lustige Sachen machen kann, wie zum Beispiel sagen, okay, gib mir jetzt einfach mal die Ergebnisse vom Qualitätslevel 1, also eine Auflösung niedriger. Dann muss ich allerdings die Koordinaten hier auch anpassen. Die gehen, also die hat ja jetzt weniger Pixel, das Ding. So. Ja, aber jetzt sehe ich wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Machen wir mal hier 4, 4, 4 und das dann 16, ne? So, 4. Na, und dann habe ich einfach nur durch so ein Parameteränderung habe ich jetzt auf einmal das Ganze in niedrigere Auflösung. Hier natürlich auch einen kleineren Framebuffer rendern können, hinterher stretchen oder sowas ähnliches. Aber die anderen Auflösungen sind noch da. Ja, das ist das Coole an der Sache. Das muss ich ja nicht hardcoden hier, diese Zahl. Ja, sondern ich kann die ja parametrisch machen. Dadurch kann ich zum Beispiel so eine Art Depth of Field hinfrickeln, indem ich sage, okay, ich gebe zum Beispiel eine bestimmte Tiefe vor, meinetwegen 0,5 ist meine Tiefe, wo Fokus sein soll. Und dann abhängig davon von der Distanz der aktuellen Tiefe, was Post.z wäre, also quasi Post.z, die ist ja in ViewSpace, z in Tiefe, minus der Distanz, das soll dieses Level sein. Das macht man natürlich dann sinnvollerweise nicht mit Texelfetch, weil es blocky wird. Ich will an der Stelle dann wirklich samplen und dazu müssen wir die Texturkoordinaten berechnen. Ne? Aber nur schon mal so als sozusagen eine Sache, man kann so eine Art Depth of Field damit basteln. Ja, ist ein bisschen gefaked, ist natürlich kein richtiges Depth of Field. Und wir können auch noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel auch wieder zurück zum Cell Shading kommen, das Cell Shading, diese Randerkennung jetzt ein bisschen anders machen. Und dadurch können wir den Rand auch ein bisschen dicker machen, indem wir halt zum Beispiel auf so eine niedrig aufgelöste Version von Daten zugreifen. Ne? So, dann machen wir am, was haben wir heute? Donnerstag. Dann machen wir am Samstag mit weiter. Ja, und dann als nächstes bauen wir das dann in unser 42-Projekt ein. Ja, dazu sollten wir natürlich sinnvollerweise dann nicht den Code kopieren, sondern das in eine Klasse packen. Also irgendwie so eine Deferred-Klasse, der ich dann lediglich noch den Fragment-Shader übergebe, nämlich das, was ich dann mit den Deferred-Daten machen will. Ja? Dazu später mehr. Ja, 1:22, ungefähr eine Stunde überzogen jetzt. War auch nicht anders zu erwarten, weil ich ja noch über lauter andere Sachen vollgeschwollt habe. Gut, aber jetzt wisst ihr so mal grob, wie Deferred Shading funktioniert. Und ich committe den ganzen Krempel. Auch noch, und dann könnt ihr euch das auch als Code angucken. Frage, machen die das bei den Remaster-Spielen, aber bei denen man zwischen Alpen? Ja, eventuell schon. Also man kann da verschiedene Sachen machen. Man kann natürlich einfach auch, man braucht in dem Sinne jetzt nicht Deferred zu rendern. Ich kann das ja im ersten Pass komplett fertig rendern und dann einfach nur das Bild hochskalieren. Ja. Das kann ich auch einfach machen, indem ich einen anderen Viewport setze. Ne? Boah, hier beim Viewport, ich kann einfach einen kleineren Viewport setzen. Ja? Aber so kann ich es natürlich auch mal. Wenn ich sowieso deferred rendere, dann kann ich auch direkt einen Haufen mehr machen. Dann kann ich auch so. Das ist natürlich auch, ja, hier kann ich auch schnell so Retro-Look produzieren. Ne? Naja, er meint jetzt, wenn man jetzt ein modernes Spiel hat, was aussehen soll wie ein altes, mal wieder so pixelig. Gut, aber das war's für heute und ist auch schon Freitag. Es ist also streng genommen geht es schon morgen weiter.
am Samstag. Ja, dann mit lustigen Anwendungen von dem Deferred Shading. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Und wenn ihr es nicht getan habt, lasst euch impfen. Und ja, wir sehen uns am, wenn ihr wollt, sehen wir uns am Samstag wieder. Dann mit Deferred Shading Part 2. Bis dahin. Ciao. Genau, gute Nacht, geschlafen.